That's when we need each other.
Moin, guten Abend, hallo und herzlich willkommen zum Rocket League 3 vs. 3 Open Tournament von D2 Esports, gehostet natürlich von D2 Esports, heute übertragen von mir. Mein Name ist Pascal Brandt, ich bin euer Pilot heute und ich führe euch durch dieses wunderbare Turnier. Wir haben heute einen großen Preispool. Für das Lied gerade. Wir haben heute einen vergleichsweise großen Preispool von 100 Euro verteilt auf die ersten drei Plätze. Und wir haben nicht nur 100 Euro zu verteilen, wir haben sogar auch extrem viele Teams heute angemeldet. Ich schaue nochmal rein, es müssten genau 64 sein. Ne, 66 sind es noch geworden. 66 Teams. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, wir haben heute einen wirklich gut gefüllten Abend, einen prall gefüllten Abend. Das wird ein bisschen dauern heute. Das heißt, wir werden lange Spaß miteinander haben. Ich
freue mich jedenfalls, dass ihr alle da seid. Hier rechts, haha, direkt die richtige Seite gefunden. Ihr seht hier meine Social Media Kanäle, ansonsten natürlich D2 Esports auf Twitch und D2 Esports Events auf Twitter. Da könnt ihr auch mal reinfolgen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Das hier ist, wenn ich mich nicht täusche, das erste größere Rocket League Turnier von D2 Esports. Aber da sitzen natürlich erfahrene Leute hinter. So, ich schau mal, ob das Bracket schon da ist. Nee, Bracket dauert dann wohl noch einen kleinen Moment, ist aber nicht so schlimm. So, es sind schon eine ganze Menge Leute da, sehe ich. Den Imray habe ich gesehen, den Max, Wolves, Spleenet 69. Nice. Also ich bin gespannt. Wir haben so ein bisschen geseedet tatsächlich. Ich kenne natürlich nicht alle Spieler, die heute teilnehmen, aber eine ganze Menge. Von daher konnten wir ein bisschen ziehen, da wirklich nur ein bisschen. Und ich bin gespannt, ob wir da dann wirklich in den späteren Spielen interessante Begegnungen bekommen werden. Tendenziell ja, Upsets sind aber immer möglich. So, ich warte jetzt im Prinzip nur noch auf das Bracket und die Regie, dass ich dem ersten Spiel joinen kann. Ja, wir machen das gerade so wie damals in 2018. Wie bei der PlayStation Liga. Schön mit Discord im Hintergrund und so weiter. Es hat sich damals ja auch bewährt. Es hat sich damals bewährt. Es hat immer funktioniert. Und so machen wir es heute auch einfach. Ne? Warum? Weil es klappt. Und weil man dafür natürlich relativ wenig Ressourcen braucht. So, das Bracket ist live. Wir sehen, Venk Gaming hat einen Free Win bekommen. China Cat, Recast Gaming, da sind ein paar bei, die einen Free Win bekommen haben. So, aber schauen wir mal, welches das erste Spiel sein wird, welches wir casten. Währenddessen muss ich im Hintergrund noch ein bisschen was einstellen. So, denn wir machen das alles wie früher. So. So, wir haben das erste Spiel auch schon. Entschuldigung, dass ich gerade eine Sekunde ruhig war. Bracket is live, jawohl. Wir haben jetzt tatsächlich ein Match und zwar werden wir casten Sir Wolf gegen Zagorzi. Ich werde das sowas von nicht richtig aussprechen. Bedeutet, wir machen die Musik schon mal langsam aus. Das war sehr langsam. So. Lobbydaten sind schon da. Ich muss auf jeden Fall noch einstellen, dass ich hier die Cross-Plattform anhabe. Die Lobby müsste gleich offen sein. Daten habe ich schon da. Bedeutet also im Umkehrschluss, es geht gleich los. Und ich freue mich. Ich muss sagen, ich freue mich, endlich mal wieder Rocket League casten zu dürfen. Im etwas kleineren Umkreis, sag ich mal. Ein etwas kleineres Turnier. So ein bisschen Back to the Roots ist das gerade für mich. Und ich habe auch gute Laune mitgebracht. Was ich nicht mitgebracht habe, ist gutes Wetter. Es ist draußen ganz übles Zockerwetter. Bedeutet, heute wird Leistung gesehen auf dem Platz. So, schauen wir mal. Lobby schon da? Jawohl, das sieht gut aus. Das heißt, wir gehen in die Ingame-Szene. So. Da sind wir auch angekommen. Sir Wolves gegen Zagorzi. Und wir haben Sir Max, Wolfs und Peter dabei. Ich nehme an, die drei spielen für Sir Wolfs. Sir Wolf. Nicht Sir Wolfs, aber ist egal, Sir Wolf. So heißen sie im Bracket. So, Zagorak ist da. Offensichtlich für Zagor. Sie. So, wir warten im Prinzip noch auf die Spieler. Kleine Info vielleicht am Rande, wichtig für euch.
Wir haben jetzt nicht unbedingt das Overlay dafür, wo man vernünftig sehen kann, wie der Spielstand ist. Den merke ich mir dann selber einfach und halt euch dementsprechend auf dem Laufenden. Wir haben auf jeden Fall gleich auf der blauen Seite Sir Wolf, auf der orangenen Seite Zagorzi. Und gespielt wird Best of 3. Es wird heute sehr viel Best of 3 gespielt. Im Finale gibt es dann... im Halbfinale gibt es schon Best of 5 und im Finale gibt es auch Best of 5. Bedeutet, wir haben hier ein Bracket of 64, das heißt 64, 32, 16, 8. Das heißt viermal Best of 3 heute, zweimal Best of 5, werden wir heute sehen. Denn ein Spiel pro Turnierbaumrunde. Dementsprechend, wenn die ersten Runden hier relativ schnell voranschreiten und dann zum Halbfinale hin wird es dann ja nicht langsamer vorangehen, sondern spannender wird's. Knapper vielleicht. Denn heute geht es auch um Geld. Und da muss man vorher einfach aussortieren. Mit dem Best of 3. So ist das nun mal. Single Elimination übrigens. Es wird Single Elimination gespielt. Das heißt, wer eine Serie verliert, der ist auch raus. Double Elimination würde ein bisschen viel Zeit vielleicht fressen. Da wäre man den ganzen Tag mit beschäftigt. Hätte ich um 14 Uhr anfangen müssen. Und das hätte ich nicht geschafft. Aber gut. Wir machen jetzt hier Single Elimination Best of 3, also für die, die Rocket League vielleicht noch nicht ganz so gut kennen, eine Runde dauert laut Uhr 5 Minuten, da kommen Unterbrechungen dazu, wenn ein Tor geschossen wird oder eine mögliche Overtime, dort ist es dann Golden Goal, bis das erste Tor geschossen wird von einem der beiden Teams. Somit kann man sagen, geht eine Runde im Schnitt 7 Minuten mit Unterbrechungen und allem drum und dran. So, jetzt muss natürlich erstmal noch der letzte Spieler kommen. Ich vermute, es ist einer von Zagorzi. Ich bin mir nicht sicher. Sie sind mit dem normalen C im Bracket. Zagorzi. Gorki Park. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Spieler bei, der Zagorak heißt. Deswegen bin ich aber im K laut. So, ich habe die Info gekriegt, die brauchen noch 3-4 Minuten hier, weil Zagorki ist aber auch gar nicht so schlimm. Dann machen wir mal Folgendes. Wir gehen wieder in die Szene rein. Ich gebe euch ein bisschen Musik auf die Ohren, bis auch der letzte Spieler da ist. Auf der anderen Seite mache ich meine Regie-Chat wieder auf. Da ist soweit alles in Ordnung. Also, wir warten noch ein Minütchen oder zwei, bis dann auch das Team Zagorki komplett ist. Ich genehmige mir mal... Hoppala, das habt ihr gehört, ne? Naja, neues Mikrofon kommt nächste Woche. Finanziert durch meinen ehemaligen Vermieter. Die Kaution kam zurück. Konnte ich mir endlich neues Audio-Equipment leisten, wo man meine Tastatur und die Flasche Wasser nicht mehr hört. Prost. On-Cam trinken immer so wunderbar angenehm. Vor allem, wenn der Deckel runterfällt. Ich muss mal kurz den Deckel aufheben. So, da haben wir ihn auch schon. Down to Zagorki Park, so sieht's aus. Hallo Arne, ich grüße dich. Ja, wir warten immer noch auf den Spieler, der ist wohl noch in Zagorki Park. Muss erst den Sonderzug nach Pankow nehmen. Wo wir gerade schon bei Musikgeschichte sind. Aber gut, die Zeit sei ihnen gegeben. Ich weiß jetzt nicht, was im Regelwerk steht, wie lange die Teams Zeit haben, den Game zu joinen. Ich würde vermuten, ein Viertelstündchen. Hebt den Deckel auf. Der ist schon wieder auf der Flasche. ich war ein bisschen schnell heute unterwegs und ich merke gerade, meine Kameraeinstellung ist... Ja, gut. Müssen wir es auch hinnehmen heute. Kriege ich vielleicht zwischendurch mal hin, wenn wir ein bisschen Pause haben. Ob das Turnier geseedet ist, viele Teams haben teilgenommen. Vor allem auch viele Teams mit Namen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Von daher haben wir, glaube ich, nur die ersten 10 Seeds verteilt. Und danach ist es dann doch eher random. Die Zeit war natürlich auch begrenzt. Bis kurz vor Turnierstart haben sich viele Teams angemeldet. Und wir wollen natürlich auch pünktlich starten. Von daher haben wir dann einige Teams geseedet, wo ich mir sicher war, okay, die können was. Bis Seed 10 ging das dann tatsächlich. Na, schauen wir mal. Na, wie gesagt, Upsets sind möglich. Und wenn ihr am Ende Geld gewinnen wollt, dann müsst ihr euch sowieso im Prinzip gegen jeden durchsetzen können. Von daher ist es am Ende, denke ich, halb so wild.
Mit den 10 Seeds haben wir im Prinzip auch nur sichergestellt, dass wir in den späteren Spielen wirklich interessante Begegnungen bekommen und dass da im Finale niemand 10-0 überfahren wird. Dafür wird ja geseedet. Dafür wird ja letztendlich geseedet. Mal gucken, ob der eine noch kommt. Also mir wurde gesagt, der eine kommt gleich noch. Wie lange warten, wenn sich niemand meldet? Das müsste im Regelwerk stehen. Ja, es wird gesagt, eine Minute, dann sind die bereit. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so ist. Wir geben die Minute mal. So, von Max kam eben auch schon die Nachricht, er ist wieder kalt, kann nicht performen. Max, falls du mich hörst, aufwärmen ist das A und O. Ne, kennst du ja noch aus dem Fanclub. Aber gut. Zagorki müsste gleich da sein. Sehe mich schon auf dem Niveau von Alex und Jos mit dem Seeding. Also ich kann dir sagen, du hast nicht Seed 1 bekommen. Ich weiß es gerade selber nicht. Ja, nee, aber Alex und Jos machen heute gar nicht mit. Von daher, auf die wirst du so schnell nicht treffen. So, es fehlt weiterhin ein Spieler. Und die sollen gleich wohl ready sein. Seed 6. Ja. Ja, was kann ich euch noch anderes erzählen? Vielleicht wollt ihr mir was erzählen, wie eure Woche war. Meine war angenehm, muss ich sagen. 1700. Ja, guck mal, da kommt doch Seed 6 hin. Doch, 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 doch. Seed 6, das kommt hin. Mit 1700, safe. Musik ist dezent leise. Ja, Arne. Ballern muss. Ne, hier. Fangen wir bald an. We're still waiting for one player. Joko, don't worry. So, Musik muss ballern. Heute leider kein Scooter für dich, Arne. DMCA. Ja, ich bin gespannt. Kommen sie denn noch? Ansonsten... Ich kann ja selber mal gucken in die Regeln. Tournament Rules. No shows. Ah! Ja, es geht hier um 10 Minuten. Sonst Musikstream, ja. Also No Show ist hier auf 10 Minuten gesetzt. Oh, 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 er ist da! Er ist da, er ist da! Okay, Leute. Jetzt müssen wir schnell sein. Jetzt müssen wir richtig schnell sein. Hier, komm. Bam. Ingame-Szene. Abfahrt. So, rein. So, da sind sie. Und da sind sie alle gejoint. Es geht los. So's, jawohl. Also, wir haben auf der blauen Seite Sir Wolf mit Sir Max, Peter und Wolves. Auf der anderen Seite Zagorak, Bobo und Emad, nenne ich ihn. Oder Emad. Für Zagorki. Best of 3, zwei Erinnerungen. Wolves gleich mit der ersten guten Chance und er ist drin. Wolves zum 1-0 nach nur 15 Sekunden. Und es sieht danach aus, als wäre Zagorki noch nicht so ganz warm. Hinten leichte Schwierigkeiten mit der Absprache im Tor, wer denn jetzt zum Ball gehen soll. Also startet Sir Wolf schon mal mit einem guten Vorteil in die Series. Und Sir Max bekommt die Möglichkeit, sich nochmal ein bisschen warm zu spielen. Schuss an die Latte von Peter. Emad gegen Sir Max zur Seite abgewehrt, aber Wolves will noch weiter Druck machen. Ball an Wolves vorbei, Peter schickt einen Retour, aber Wolves kann da vorne nichts machen. Rotiert jetzt erstmal zurück. Peter alleine hinten, lässt sich viel Zeit. Sieht den Gegner kommen, an Zagorak vorbeigespielt, hat nur noch Bobo vor sich, aber Bobo wehrt den Ball gut ab. Immer noch Bobo am Ball und die kommen hier gerade noch nicht so ganz zum Zug. Jetzt die Möglichkeit, den Ball in die Mitte zu spielen, der kommt auch in die Mitte. Zagorak ist dran, den spielt er übers Tor ins Backboard, aber Peter hält sauber. Pass auf Sir Max, geht daneben. Peter an die Wand. Und Sir Wolf lässt sich Zeit.
Wolves jetzt zu Peter. Gut abgefälscht. Aber schön gehalten von Bobo. Nachschuss von Zermax geht daneben. Nächster Schuss von Wolves wird auch abgefälscht. Jetzt muss Peter nach hinten rudern. Neuen Boost sammeln. Ist am großen Boost vorbei. Hat jetzt keinen Moment, um den Ball wieder nach vorne zu spielen. Muss das jetzt technisch klären. An zwei Spielern vorbei. Scheitert dann an Zagorak. Aber Wolves kann den Ball abfangen. Spielt in die Mitte. Wird hochgelegt. Zermax. Ja, wollte den Ball zwar nicht zurück zum Wolves spielen. Der kam auch nicht an. Aber sie behalten den Ball erstmal in der gegnerischen Hälfte. Wolves setzt den Schuss an. Und Bobo war noch dran. Aber Wolves trifft zum 2:0. Das schauen wir uns nochmal an. Ja, Zagorak spielt den Ball da ein bisschen kritisch wieder in die Mitte. Und Bobo ist nicht rechtzeitig reinrotiert, um da rechtzeitig handeln zu können. Somit also das 2:0 für Sir Wolf. Peter am Ball lässt noch weit rollen, aber Bobo lässt sich dann nicht beirren. Wolves wieder an der Kugel spielt. Gut in die Mitte, aber niemand von Sir Wolf da, um den abzufahren. 24 Boost im Tank. Eine Defensive von Sir Wolf und Sir Max springt da mutig rein und erhöht auf 3:0. Jetzt müsste auch warm sein. Schön getroffen über die gegnerische Defensive hinweg. Und auch Zagorak kann den Ball dann nur noch an die Latte abfälschen. Hat dann am Ende doch nicht mehr gereicht. Somit landet der auch drin. 3:0 für Sir Wolf in Spiel Nummer 1. Und im Best of 3 ist es schon kritisch, wenn man ein Spiel liegen lässt, denn dann steht man schon mit dem Rücken an der Wand. Es sind dann schon Matchballspiele. Von daher muss man ab Spiel 1 wirklich voll dabei sein. Peter. Abgefangen von Emad. Und Sir Max schickt nach vorne. Wolves geht hoch, will sich den Backboard-Shot holen, fliegt aber daneben. Sir Max mit der nächsten Möglichkeit zum Nachschuss. Und der ist drin. 4:0. Ja, Wolves leicht am Ball vorbei und da double-committen sie im Tor, weil sie einfach Panik haben. Und Zagorak muss dann von hinten rein rotiert kommen. War natürlich keine Position, um den Ball dann noch irgendwie verteidigen zu können. Und daher führte das unweigerlich zum 4:0. Auch den Ball haben sie liegen lassen. Schussversuch von Wolves. Und da gucken sie nur noch hinterher. Da gucken sie hinterher. 5:0 vor der Halbzeit. Zagorak am Ball vorbei. Freies Tor für Wolves. Und da ist Zagorak nochmal am Ball vorbei, aber nur einen Millimeter. Und da war dann einfach nichts mehr rauszuholen. Ja, 5:0 zur Halbzeit. Also wenn der Gegner 5 Tore schießen kann, dann kann man ja rein von der Zeit her selber nochmal nach der Halbzeit 5 Tore schießen. Die Frage ist, wie realistisch ist das, wenn der Gegner scheinbar besser ist als man selber. Und da muss man sich was einfallen lassen. Pässe abfangen, dreckig spielen und vor allem Druck machen, schnell spielen. Aber es ist einfacher gesagt als getan, denn das verlangt eine ganze Menge Game Sense und vor allem auch viel mechanischen Skill. Und den kann man sich natürlich nur über die Zeit antrainieren. Auf der anderen Seite ist es immer ein gutes Training, gegen einen besseren Gegner zu spielen. Man kann sich die Replays speichern, man kann ansehen, was falsch lief. Man kann vielleicht aber auch gucken, was zwischendurch mal richtig lief, wenn man gescored hat. Oder welche Fehler der Gegner vielleicht doch macht, denn kein Team ist wirklich fehlerfrei. Auch auf Worlds-Ebene ist das so, dass da kein Team fehlerfrei spielt. Dementsprechend nimmt man immer die Erfahrung mit, auch wenn man in der ersten Runde hoch verlieren sollte. Und das erste Spiel lässt schon mal tief blicken. Wolves wird den nächsten Schuss aufs Tor. Wieder zwei Leute am Verteidigen. Peter spielt Bobo aus, legt den Ball in die Mitte auf Sir Max. Guter Pass, aber der Schuss ließ da ein bisschen was zu wünschen übrig. Ja, Wolves verschätzt sich. Aber es besteht keine große Gefahr für Sir Wolf. Nächster Pass in die Mitte, schön gesehen von Babo, der den abfängt, bevor der Pass ankommt. Wolves über Emad drüber, an Zagorak vorbei und Bobo guckt in die Röhre. Wolves zum 7:0. Und da hat er sich den Flip Reset wahrscheinlich geholt, aber nicht genutzt. Ja, 7:0. Ich bin der Meinung, das holen sie nicht mehr auf. Egal, was da jetzt auch passieren mag. Peter ans Backboard. Da sind wieder zwei vorbei. Wolves zum 8:0. Und da ist ein mechanischer Unterschied zu erkennen. Denn sie stehen hinten wie angewurzelt, rotieren von kurzen Pfosten rein, fliegen beide an dem Ball am Backboard vorbei. Somit ein ganz freies Tor für Wolves. Jeder darf hier mal scoren.
Oh, Querschläger. Peter fängt ab, legt ihn hoch auf Sir Max. Der kommt auch an den Ball, aber kriegt den zweiten Hit von der Decke nicht mehr. Möglichkeit zum Kontern. Für Zagorak. Schuss, aber ganz weit am Tor vorbei. Da muss Bobo vielleicht nochmal ein Wässerchen trinken. Zagorak zur Seite, aber Peter immer noch am Ball, legt ihn rüber, Sir Max wird ihn bekommen, legt ihn in die Mitte, aber kein Schuss von Peter. Die Idee war gut, aber man muss auch jetzt die Risiken nicht mehr mitnehmen vorne. Man kann das entspannt zu Ende spielen und dann im zweiten Spiel den Sieg einfahren. Denn ich denke, nach so einem deutlichen Spiel 1 wird man Spiel 2 nicht hergeben. Aber ich kann auch vom Gegenteil überzeugt werden, überrascht werden. Haben wir alles schon gesehen, hohe Siege im ersten Spiel. Dann Niederlagen im zweiten. Aber sehen wir vielleicht noch den Ehrentreffer für Zagorak. Querschläger. Den hat er sich nicht genommen. Zagorak am Ball vorbei. Da gibt es auch noch kleine Schwierigkeiten an der Mauer. Auch das lernt man einfach nur durch Ausprobieren. Ja, und Sir Max will da die Uhr ein bisschen ablaufen lassen. Lässt sich Zeit. Letzter Angriff für Sir Wolf. Der ist abgewehrt. Und da ist es 1:0 für Sir Wolfs. Mit einem phänomenalen 8:0. Kein Tor von Peter. Ich wollte es eben nicht sagen. Hat der Peter ein Tor geschossen oder nicht? Aber drei Vorlagen. Ist ja auch nicht so wichtig, wer die Tore schießt, sondern dass man Tore schießt. Auf der anderen Seite sehen wir sehr wenige Punkte. Die Spielanteile lagen da dann deutlich bei Sir Wolves. Und ich denke, das wird sich im Spiel 2 gleich auch nochmal so zeigen. So, und ich merke schon, mein Wasserverbrauch wird heute groß sein. Ich denke, auf 100 Kilometer werde ich mehr verbrauchen als mein Auto. So, Wolves legten sich selber ans Backboard. Der wird droppen und das sieht er! Aber kriegt den Ball nicht zwischen die Aluminiumpfosten gesetzt. Und jetzt die Möglichkeit, da ist er! Führungstreffer von Emad für Zagorak. Nachdem Sir Wolf sich komplett hat auskontern lassen, hinten die Kiste aufgemacht hat. Und diesen Fehler nutzen sie dann. ...13 Sekunden im Spiel. Es ist der Treffer für Zagorak. Sir Max. Der sollte auf Peter kommen, landet aber bei Wolves. Kommt trotzdem durch. Wolves an die Latte. Jetzt könnte Sir Max kommen an den Pfosten. So einen muss er eigentlich reinmachen. Peter legten sich runter in die Mitte, aber Bobo fängt ab. Und sie werden jetzt versuchen, den Ball sehr lange in ihrem eigenen Besitz zu halten oder schnell wieder in Besitz zu kommen, aber die Führung ist verschenkt. Sir Max gleicht aus zum 1:1. Schön am Backboard vorgelegt, wunderbarer Schuss von Sir Max. Und schon ist das Spiel wieder ausgeglichen. Emad am Ball, könnte den jetzt in die Mitte passen. Sucht auch Zagorak, der ist gut. Ein wunderbarer Pass. Kurz gespielt auf Zagorak und der nächste Führungstreffer. Und das muss man sagen, unterm Ball hergefahren. Wunderbar abgespielt und die Lücke ausgenutzt. Oben links rein ins Tor. Sehr guter Schuss auch von Zagorak. Da ist der Underdog wieder vorne. Und Sir Wolf merkt jetzt vielleicht doch, okay, wir sollten schon vernünftig spielen. Okay, was heißt vernünftig spielen? Wir sollten uns schon anstrengen und nicht unachtsam werden, denn der Gegner nutzt die Lücken trotzdem aus. Auch wenn sie mechanisch vielleicht nicht ganz auf dem Level sind wie Sir Wolf, sehen sie die Lücken dann trotzdem. Peter kommt angeflogen ans Backboard. Wolf zum Nachschuss und er ist drin, obwohl ein Keeper hinter der Linie stand. Aber die Reaktionszeit war dann doch zu groß von Zagorak. Und er steht hinter der Linie. Ein Stück zu weit, um noch an den Ball zu kommen. Somit ist das Spiel nun wieder ausgeglichen. Peter vom Kickoff, der sieht gut aus, geht an den Pfosten. Nochmal ans Backboard, Wolves zum Schuss. Gut abgefälscht von Bobo. Peter nochmal rüber auf Wolves. Wolves lässt droppen in die Mitte, aber niemand da, der zum Schuss ansetzen kann. Auch Sir Max wird umspielt, muss jetzt das Ruder rumreißen. Lässt sich Zeit für die Challenge. Und Zagorak bekommt in die Mitte. Bobo mit dem Backflip. Und der Pass kommt auf Sir Max. Gespielt von Wolves. Peter ans Backboard. Und Wolves nicht da, um zu schießen.
Sir Max lässt sich wieder sehr viel Zeit. Und wird auch von Emad ausgespielt. Jetzt muss Max aufpassen, denn der Schuss könnte kommen. Wolf gerade noch rechtzeitig den Fuß vorbekommen. Spielen sich jetzt ans Backboard. Man hat den Flip dann zum Schuss doch nicht genutzt. Obwohl das Setup so gut war. Hat nicht damit gerechnet, dass der Gegner den Ball verfehlt. Sir Max mit dem Schuss aufs Tor. Zagora macht ihn selber! Aber er musste dran, denn Sir Max hat das natürlich gesehen, dass der Ball an den Pfosten geht. Und ist schon mittig mitgefahren. Bisschen zu weit sogar. Das heißt, Sir Max hätte diesen Ball potenziell verfehlt. Großer Ärger also für Zagorak. Mit dem Eigentor. Bobo zur Seite. Und dieses Spiel ist deutlich knapper als eben. Zur Halbzeit stand es eben 5:0 für Sir Wolf. Jetzt sind wir bei 3:2 kurz vor der Halbzeit. Wolfs. Bis zum gegnerischen Tor. Emad wehrt ab. Sir Max würden sich ans Backboard legen. Versucht es selber. Emad am Ball vorbei und der war wichtig, denn Peter kam schon angeflogen. Somit haben wir ein 4:2 zur Halbzeit. Und das schauen wir jetzt nochmal an. Sir Max versucht den Ball selber zu scoren. Und da ist Emad am Ball vorbei. Den musste er haben, denn Peter kam sofort angeflogen, um den Ball oben rechts rein zu scoren. Wolfs am Ball. Sammelt noch einen 100er Boost und zieht den Ball durch die Luft bis zum gegnerischen Tor. Sir Max gesehen, aber ihm kam da noch jemand zuvor. Es muss Zagorak gewesen sein. So, Schuss aufs Tor und da hat man den Sir Max beinahe noch im Tor weggeschlagen. Da muss ich gerade das Wort finden, Herr Jemine. Und er kam doch noch so eben an den Ball. Wolfs mit dem nächsten Versuch, den Ball durch die Luft zu ziehen. Und Bobo kommt noch so eben ran. Jetzt muss er aufstehen. Gut gehalten. Da braucht es den Einsatz von jedem guten Schuss. Hauptsache in den Winkel von Sir Max. Und den muss ich mir nochmal ansehen. Sir Max gut angesetzt den Schuss. Und Hauptsache oben links rein das Ding. Sie können es aufholen. Sie haben gezeigt, dass sie scoren können, aber dafür muss jetzt die Aktion folgen. Sie müssen sich den Ball klauen und dann die Lücke finden, denn die entstehen. Peter am Tor vorbei, Sir Max steht rückwärts zum Ball. Die Situation könnte man zum Konter nutzen, aber Sir Max bringt den wieder in die Mitte. An Wolfs vorbei. Jetzt das Tor offen, aber Peter zuerst am Ball. 90 Sekunden noch zu spielen. Nee, Bobo, bisschen überschätzt. Emad. Und Peter bringt ihn sofort zurück. Emad. Auf Zagorak. Der geht weit nach vorne. Wolf steht alleine hinten. Gut abgewehrt von Zagorak. Und Bobo ist nicht vorne. Man muss jetzt Spieler nach vorne schicken. Es entstehen tatsächlich viele Lücken. Der Ball geht nur an den Pfosten. Kein Nachschuss. Peter. Sir Max am Ball vorbei. Jetzt ist offen. Es ist offen. Wolfs kommt aber doch rechtzeitig rein. Letzte Minute ist bereits angebrochen. Peter. Wolfs auf Sir Max. Er muss erstmal noch umdrehen. Trägt den Ball nach oben. Man versucht es jetzt auch so ein bisschen über die Uhr zu spielen. Peter. In die Mitte. Jetzt Sago hat mit der Möglichkeit, Sir Max auszuspielen. Nutzt sie allerdings nicht. So, was macht Sir Max? Lässt sich ausspielen. Peter alleine hin hat genug Zeit, den Ball allerdings herauszuholen. Aber nicht genug Boost, sich den nochmal von der Wand zu nehmen. Zagorak bringt nach vorne. Jetzt ist die Zeit dann doch zu knapp. Das Spiel ist gelaufen. Wir warten nur noch, dass die Uhr abläuft. Der ist nochmal drin. Schön gemacht von Sir Max. Nach einem großartigen Pass von Wolves. Gut gesehen. Da muss man auch nicht mehr viel machen. Einmal leicht an den Ball ran. Nochmal Richtung Tor leiten. Und dann ist er auch drin. Na, da wurde es nochmal gefährlich, aber Bobo konnte nochmal neben das Tor bringen. Wenn der Ball jetzt den Boden berührt, ist Sir Wolf auch weiter und da haben wir es. Sir Wolf gewinnt 2:0. Nach einem spannenden Spiel, 2 in der ersten Hälfte zumindest. Zweimal der Führungstreffer für Zagorki. Aber das hat am Ende leider
nicht gereicht. Von daher sind sie für heute raus. Ich bedanke mich für die Teilnahme und wünsche natürlich noch viel Spaß für den Restabend und natürlich auch noch viel Erfolg für Servos in den nächsten Runden. Ich bereite derweil die nächste Lobby vor. So. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Denn ich muss die Teamnamen einstellen. Wisst ihr, wie das ist? So, gucken, ob der Platz denn auch reicht. Ja, das reicht. So. Denn die nächste Lobby ist schon bereit für euch. Muss ja nur noch joinen. Ah, okay, wurde doch noch nicht erstellt. Das heißt, ein Minütchen müsst ihr das noch mit mir aushalten. Denn das nächste Match wird gleich sein, Venk Gaming gegen Sorby Adequat. Adequat. Sorby, schon ewig lange in der Rocket League-Szene mit dabei. Damals bei den ganzen ESL-Turnieren auch immer wieder gesehen. Später wurde das Roster aufgenommen von den Kopenhagen Flames. Das damalige Roster, muss man sagen. Heute natürlich mit einem anderen Roster als damals, war Sorby immer noch in der Rocket League-Szene vertreten. Damals wie heute. Auf der anderen Seite Venk Gaming, bekannt aus der deutschen Rocket League-Szene, haben viel mitgenommen, viel gewonnen und sind ja einer der Favoriten heute im Turnier, haben einen guten Seed bekommen. Und ich bin gespannt, was sie gleich zeigen werden. Habe ich hier alles richtig geschrieben? Jo. Gut, dann steht die Lobby noch nicht. Ich merke echt, mit der Webcam ist echt so ein kleines Problem heute, ne? So, warte mal. Wie können wir das fixen? Das können wir eigentlich nur fixen, wenn ich gerade nicht an der Tastatur bin. Weil ich sitze schon weiter hinten. Wenn ich an der Tastatur muss, muss ich den hier machen. Ja. Kriegen wir aber alles hin noch. So, im Prinzip warte ich auch nur noch drauf, dass die Lobby erstellt wird. Das ist noch nicht der Fall. Ich hoffe, das passiert gleich noch. Warte mal, ich kann euch mal ein bisschen Musik auf die Ohren geben, solange. So. Da habt ihr Musik auf den Ohren. Und ich versuche das jetzt immer wieder der Lobby zu joinen. Aber gut. Ich guck mal ins Bracket, ob es da schon was Interessantes zu sehen gibt. 2 zu 1. Bremen eSports gegen Crossplay on Clown Emoji. Da gab es schon das erste Schwitzer-Match, würde ich behaupten. Was haben wir denn noch? Hydrox eSports gegen HDX Evolution auch 2-1. Okay, ich habe neue Matchdaten bekommen. Jo, da haben wir es gefunden. Übergang. So, guck mal, da haben wir es. Da sind wir in der Lobby gelandet. So, Kryptos von Venk ist schon da. Mystic war da. Hydros ist auch da. Gucken, woran ich gelegen hat, dass Mystic wieder rausgegangen ist. Da ist er wieder. Teammate ist in-game. Unangenehm. Das heißt, es könnte noch ein Minütchen dauern. Bin gespannt, wie lang der noch in-game ist. Aber es sind auch noch nicht alle von Sorby da. Von daher ist das gar nicht so schlimm. Ich könnte euch noch ein bisschen Musik geben. Komm, machen wir. Ja, bitteschön.
Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Denn die beiden Kollegen von Sorbi sind auch wieder rausgegangen. Jetzt sind sie wieder drin. Jetzt fehlt einer. Wir haben Kryptos, Katalysen und MDK. Ich weiß nicht, für wen von beiden das spielt. Haben wir Hydros und Mystic. Ich würde behaupten, MDK spielt für Sorbi. Das heißt, einer fehlt noch bei Venk Gaming. Ich nehme nochmal einen Schluck aus der Flasche. Guckt derweil mal noch ins Bracket. Oh, es sind alle da. Es sind alle da. Ich gucke nicht ins Bracket. Kommando zurück. So, wir sind... Sind wir schon in der richtigen Szene? Wir sind in der absolut richtigen Szene. So! Da kann es losgehen. Und so wie es aussieht, geht Venk Gaming jetzt in Orange rein. Das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Das kann ich nämlich fixen. Machen wir so wie früher, ne? So, ihr habt jetzt zwar kurz keinen Ton. Müsst ihr jetzt einfach mal mit leben. So, da sind wir drin. Wir haben Hydros, MDK... Und, jetzt muss ich gucken, Mystic auf der Seite von Sorbi eSport und für Venk spielen Kryptos, Katalysm und Econ. Econ müsste, wenn ich mich nicht irre, aus Frankreich kommen. Das ist aber alles soweit erlaubt. Hier, erster Treffer für Venk. Nach gut 30 gespielten Sekunden geschossen von Katalysm. Econ mit dem Pass in die Mitte. Kryptos legt nochmal an die Decke und da dachte man, okay, den würde direkt aufs Tor spielen. Somit war Hydros ausgespielt, aber das Tor war dann frei für Katalysm, der sich den Ball einfach rechts vom Tor abgefangen hat. 1-0 also für Venk Gaming. Econ gegen Hydros, immer noch Econ. Trifft den Ball aber nicht nochmal aus der Ecke raus. Die Intention war, den Ball direkt Richtung Tor zu spielen. Katalysm. In die Mitte, der ist gefährlich. Schuss an den Pfosten. Und Kryptos und Econ kommen sich da in die Quere trotzdem. Econ mit der Ballkontrolle. Kryptos geht hoch. Mystic schnell am Ball. Und wir haben hier ein deutlich schnelleres Spiel, als wir es eben sehen konnten. Katalysm gegen MDK. Pass auf. Mystic. Und da ist er ausgespielt. Katalysm an den Pfosten und der ist drin. Eigentor von Hydros. Ist es denn zu fassen? Econ. Und ich glaube, da musste wirklich einer ran. Catalysm an den Innenpfosten und Hydros springt da ganz unangenehm zwischen. Somit landet auch der drin. 2-0 für Venk Gaming. Kryptos zum Ball. Im Schuss aufs Tor, aber Mystic werten zur Seite ab. Econ wieder ans Backboard. Hat noch genug Boost, um nochmal ranzukommen, aber Hydros wehrt ab. An die Decke. MDK zur Seite raus. Sie wollen die Situation erstmal klären. Nachschuss von Kryptos. Geht aber am Tor vorbei. Und Venk macht Druck. Und da ist Hydros an Econ vorbei. Katalysm lässt den einfach durch. Und der geht an den Pfosten. Nachschuss von Mystic. Wird abgewehrt von Econ. Es geht sofort wieder in die andere Hälfte. Kryptos will sich da ein Flip-Reset von der Decke holen. Kommt auch tatsächlich an den Ball. Hydros auf die andere Seite. War keine Chance, den zu verwerten. Econ vorher am Ball. Mystic. Südhydros auf der anderen Seite. Überspielt seine Gegner. Hydros ans Backboard. Kommt da auch nochmal ran, aber der landet nicht im Tor. Versuch war allerdings gut. Kette lösen kam den ganz nochmal zuvor. MDK ans Backboard. Kryptos wehrt nach oben hin ab, da wo der Gegner so schnell nicht hinkommt. Schlau gemacht. Kette lösen. MDK am Ball vorbei. Spielt den Ball einfach in die andere Hälfte. Die andere Querhälfte, muss man sagen. Guter, schneller Pass auf Econ. Und er kam aus nichts. War zwar abzusehen, dass er den in die Mitte spielt, aber dass er innerhalb von Millisekunden dann doch ins Tor reingeht. Schön abgefangen von Kryptos. Und Econ war sofort am kurzen Pfosten zur Stelle, um den zu scoren. Da war die Lücke groß genug. 3-0, kurz vor der Halbzeit für Venk Gaming. Und Hydros wieder am Ball. Mystic. Sie machen eine gute Figur trotz allem. Aber das Quäntchen in der Defensive fehlt dann doch. Kryptos auf Econ. Und der war zu schnell. Trotzdem kriegt Econ den Ball. Uncontested. Geht der einfach durch. Und da fahren sie alle nur hinterher. Wir sehen Mystic.
Den kann er auch gar nicht contesten. So schnell wie Ekon den ausgeführt hat. Katalysen. Vom Kickoff zur Seite weg. Mystic fängt ab, hat nicht mehr genug Boost im Tank. Muss also erstmal neu sammeln. MDK sieht Mystic links. Und da war der Versuch, den Ball nochmal in die Mitte zu MDK zu spielen. Gut abgewehrt von Catalyst. Jetzt ist das Tor allerdings frei. Pass in die Mitte. Da ist aber niemand. Ekon kann abwehren. Catalyst setzt sich im Zweikampf durch. Jetzt wenig Boost im Tank. Geht trotzdem zum Ball. Und das ist kritisch. Gefährlicher Schlag ans Backboard von Venk Gaming. Hydros mit dem Nachschuss. Geht am Tor vorbei. Nochmal Hydros unter die Latte. Und der ist nicht drin. Großchance verpasst für Sorby. Adäquat. MDK, der nächste Versuch vielleicht. Nein, Kryptos wehrt ab. Ekon gegen Hydros und Hydros setzt sich durch. Vielleicht nochmal Hydros. Nein, nicht mehr genug Boost im Tank. Da fehlten 10, 12, 15 Boost, um da nochmal ranzukommen. Und der wäre sehr gefährlich geworden. Mystic, der geht hoch. Nee, geht er nicht. Der geht so halb hoch. Guter Versuch in die Mitte zu spielen. Da muss jetzt was passieren bei Sorby. Und wenn es vielleicht erst in Game 2 ist, aber sie müssen jetzt wach werden. Und da ist es passiert, 5:0. Catalyst erhöht nochmal und das ist Game Nummer 1. Da ist der Deckel drauf. Ja, die Demo hat das Tor dann auch nochmal frei gemacht. Alles, was Off-Position gewesen sein könnte, war Off-Position bei Sorby. Die letzte Minute bricht jetzt an. Ekon doppelt am Ball vorbei. Sieht man auch nicht häufig. Mystic. Mitte versucht den Ball vom Backboard zu nehmen. Trifft ihn auch, aber viel zu weit daneben. Der kommt direkt auf Catalyst, der den Ball in die Mitte spielt auf Kryptos. Aber Tor weit verfehlt. Ekon. Übers Backboard und die Decke wollte er den Ball in die Mitte legen. Kryptos auf Catalyst. Zurück auf Kryptos, aber daneben. Und Venk macht weiter Druck. Es steht 5:0. Aber Venk lässt da keinen Ball liegen. Catalyst zum 6:0. Und jetzt ist sowieso, zumindest für Game 1, Hopfen und Malz verloren. Da wird sich nichts mehr drehen. Vielleicht gibt es noch den Ehrentreffer für Sorby. Aber in Game 1 ist nicht mehr zu holen als das. Und dann müssen sie sich was Neues überlegen für Game 2. Da sind große Lücken in ihrer eigenen Defensive. Die gilt es zu schließen. Und dann muss man vorne das ein oder andere Türchen reinschleichen. Und dann kann man sich eine Runde hier holen. Ekon setzt sich durch, bringt den Ball in die Mitte, MDK alleine hinten. Hat allerdings Zeit, an den Ball zu gehen, da Ekon keinen Boost mehr hatte. Catalyst schickt den Ganzen wieder zurück. Kryptos wird versucht, da irgendwie an den Ball ranzukommen. Hat nochmal weit verfehlt. Letzte Sekunde läuft und da ist es auch passiert. 1:0, Venk Gaming. Das schauen wir uns gleich mal auf dem Scoreboard an. Ja, auch hier durfte Kryptos nicht scoren, hat aber 5 Vorlagen, waren 5 von 6 Toren beteiligt. Das ist eine ganze Menge. Auf der anderen Seite, ja, Punkteverteilung ähnlich wie in Game 1, allerdings mit einem deutlich schnelleren Spiel als vorher. Somit haben wir 2 ernstzunehmende Contender, Venk Gaming gerade mit deutlichem Vorteil. So, ready bin ich. Warten, bis sie alle joinen. Da gab es den Rename. MDK mit AR am Ende. Ich glaube, da hört jemand den Stream zu. Oh, da setzt sich Catalyst direkt durch. Den Zweikampf gewonnen und der Ausgang war unangenehm für Sorby. Und da hat man in der Challenge das Tor einfach offen gelassen. Man hat sie nicht zwischen Ball und Tor gesetzt, sondern im Prinzip die Wand gestellt, sodass man den Ball Richtung Tor drücken kann. Keine gute Challenge seitens Sorby adäquat. Kryptos
Lässt sich ein bisschen Zeit. Kann den Ball auch nochmal abwehren. Und jetzt wird's echt kritisch für Sorby. Also sie kriegen den Ball doch eben rausgeholt. Nachschusskette lösen, abgewehrt von Hydros. Der einfach nichts mehr mit seinem Wagen anstellen konnte, aber trotzdem an der richtigen Stelle unkontrolliert hergeflogen ist. Ekon ans Backboard. Hydros hält sauber. Kryptos am Ball. Ans Backboard. Wieder gut gesehen von Hydros. Direkt auf MDK. Und Mystic kommt dann nicht vorbei. Nachschuss MDK übers Tor, aber Catalyst ist trotzdem dran. Hydros hinten ganz alleine. Ekon jetzt auf Merk übrigens. Sucht da den Kryptos zum Anspielen, aber der Pass kam nicht an. Catalyst auf Kryptos, gut weitergeleitet, der geht übers Tor, MDK nochmal dran. Mystic an Kryptos vorbeigespielt. Catalyst wieder alleine hinten und der Ball geht durch. Mystic in die Mitte, aber Hydros war nicht rechtzeitig dran. Das wäre eine große Chance gewesen für Sorby. Mystic, gut gesehen von Ekon, der musste dazwischen. Hertha Lissen. Und wenkt gerade mit deutlich weniger Druck nach vorne als auch eben. Nachschuss Ekon an die Latte und Pfosten wieder raus. Kryptos aus Tor, MDK wehrt ab. Hertha Lissen war noch vorne. Hätte den Ball nicht bekommen, wäre er definitiv im Tor gelandet. Also Wenk geht dann doch auch Risiken ein. Können sie aber auch, da sie führen, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in der Serie. Wenn sie dieses Spiel gewinnen, sind sie nämlich eine Runde weiter. Catalyst. Catalyst! Uncontested! Und da muss man mit rechnen, wer gegen so einen Gegner spielt. Und schau mal, einer in der gegnerischen Hälfte, die anderen beiden in der gleichen Ecke. Die Kiste ist offen, da kann man auch nicht mehr rechtzeitig contesten. MDK steht rückwärts zum Ball. Dass der drin ist, ist kein Wunder, kein Hexenwerk. Und da treffen sie sich beide in der Mitte. Und da gibt es auch gleich den Refrag. Mystic. Oh, will sich da eine Flip-Reset holen. Hatten aber nicht bekommen. MDK. Und Ekon setzt sich durch. Bringt ihn auch wieder weit in die gegnerische Hälfte. MDK verliert da die Kontrolle über seinen Wagen. Aber Mystic hilft ihn aus. Bevor der Ball dann doch über die Torlinie schlittert. Ekon mit einem guten Schuss aufs Tor. Hydros an den Pfosten gut gehalten. Aber da ist der Nachschuss von Ekon. Und der ist drin. Zum 3:0. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Der erste Schuss. Gerade so am Pfosten verteidigt, aber Ekon kriegt eine gute Landung, steht richtig zum Ball. Und bekommt da den sneaky Nachschuss noch ins Tor. Kurz vor der Halbzeit steht es wieder 3:0. So, nächste Möglichkeit für Wenk. Wurde aber vergeben. Ekon fliegt hoch zum Ball, setzt sich nicht durch gegen MDK, der fliegt geradewegs aufs Tor zu. Catalyst kann ihn noch so eben an die Latte abwehren. Nachschuss geht auch wieder übers Tor. Mystic am Ball vorbei so ein bisschen. Kriegt ihn nicht Richtung Tor geschossen. Der war nicht on target. Und da ist die Großchance auch wieder vergeben von Sorby. Sie scheitern vorne an der Ausführung, an der Zielgenauigkeit. Und hinten machen sich die Lücken breit, die Wenk Gaming dann einfach ausnutzt. Catalyst, Nachschuss Ekon, aber abgewehrt von MDK, Kryptos an der Mittellinie wieder zurück, Ekon mit dem Schuss aufs Tor und der geht einfach durch, Mystic kam dann nicht mehr rechtzeitig an die Kugel ran und muss hinterher gucken, wie der Ball über die eigene Torlinie gleitet und mit 1 Minute 51 auf dem Schirm und mit dem Gegner vor den Augen sind 4 Tore aufzuholen echt eine Mammutsaufgabe. Und wenn Wenk Gaming hinten dicht macht, hinten keine großen Fehler zulässt, dann ist das auch so gut wie durch. Guter Pass. Das ist das 5:0, Kryptos. Und hinten ist alles offen bei Sorby. Gut gesehen natürlich die Passmöglichkeit. Auch wunderbar ausgeführt von Kryptos. Aber für Sorby ist das natürlich fatal. Ekon gegen Mystic. Wieder Ekon am Ball. Und da ist Catalyst schon oben. Legt sich ans Backboard, trifft auch nochmal und der droppt. Aber Hydros ist rechtzeitig da. Sie geben natürlich nicht auf. Sie sind ja auch schon was länger dabei und sie wissen, man gibt nicht auf. Erst recht nicht, wenn man auch live ist. Aber im Turnier wird nicht aufgegeben. Gentleman's Agreement. Und ist das vielleicht der Ehrentreffer? Nein, Ekon ist noch rechtzeitig da. Da müssen sie sich noch ein bisschen mehr anstrengen, weil mehr als ein Ehrentreffer wird hier definitiv nicht mehr drin sein.
Mystic. Und der kommt nicht bei NDK an. Da geht Kryptos hoch. Hydros. MDK dreht um. Sie wollen jetzt natürlich scoren, aber Venk Gaming ist vielleicht eine Nummer zu hart. Denn Ekkon erhöht auf 6:0 in der letzten Spielminute. Ja, da guckt man wirklich nur noch hinterher. Und das ist jetzt durch. Interessanter Kicker von Ekkon. Und der geht auch durch. Catalysm ans Backboard und kommt nicht nochmal an den Ball. Jetzt die große Kontermöglichkeit für Sorby. MDK hat Anspielstation in der Mitte. Gute Challenge von Kryptos, geht aber nicht gut aus. Und da ist der Ehrentreffer. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Kryptos mit dem Fennec eigentlich zum Tor zugemacht, aber MDK hat über seinen Wagen drüber gedrückt. Und da ist Mystic mit dem Ehrentreffer. Jetzt ist das Setup perfekt fürs Brasil eigentlich. Sollte Venk nochmal scoren. 1:6, das wird nicht reichen. Oh, da war ein guter Versuch, aber Catalysm kam noch rechtzeitig da rein rotiert. Und wird jetzt aufgehalten von Kryptos, der den Weg zum Tor einfach zumacht. Ekkon auf Catalysm, guter Pass, verfehlt aber das Ziel. Da sind zwei am Ball vorbei, Ekkon muss jetzt dicht halten. Kriegt auch den Ball rausgespielt, der erste am Ball vorbei. Was macht Kryptos? Kryptos, was macht Kryptos eigentlich da? Und er ist trotzdem drin. Catalysm zum 7:1. Was hat Kryptos da gemacht? Im Prinzip gar nichts. Aber ist egal, weil sie alle am Ball vorbeifliegen. Alle haben mit dem Schuss gerechnet. Nur Catalysm nicht. Und er hat er sich einfach genommen, 7:1. Und es wird vermutlich dabei bleiben. Nein, nee, es bleibt nicht beim 7:1. Ekkon und Catalysm pinchen den Ball Richtung Tor mit 134 km/h. Und wenn wir mal überlegen, das sind 268 Mark. Das ist eine ganze Menge. Herr Jemine, 8:1 für 2 Sekunden auf der Uhr. Und da ist es auch passiert. Venk Gaming sichert sich auch Spiel 2. Und was für eins. Und diesmal durfte auch Kryptos scoren. Ein Tor. Waren 4 Toren beteiligt. Ja, es ist GG's. Es ist Best of 3. So, von daher GG's an beide Teams. Herzlichen Glückwunsch an Venk Gaming. Ihr seid eine Runde weiter. Ich gehe jetzt erstmal wieder in die Intermission-Szene, denn ich muss das nächste Spiel auch vorbereiten. So, wir sind jetzt in Runde 3 angelangt. Und das nächste Match steht auch schon fest. Das heißt, ich kann die Szenen schon mal anpassen. So. So, gib mir mal einen Moment. Das geht hier ganz schnell weiter, deswegen gerade auch keine Musik. Denn wir haben jetzt Stealth 7 Esports gegen Your Mom Gay. Das ist ein interessanter Name. So. Einmal aus der Lobby raus. Gucken, ob ich das Passwort eingegeben habe. Also richtig eingegeben. Gut, dauert noch ein Momentchen. Das heißt, ihr kriegt jetzt hoppala. Das wollte ich nicht. Ihr kriegt doch erstmal wieder Musik. Bitteschön. So. Ja, Webcam. Großes Thema heute. Was können wir daran machen? Schauen wir, was wir daran machen können. Das sieht ja gut aus. Moin! Richtig die Panzertape-Lösung. Einfach die Webcam weiter nach oben schieben. Jetzt haben wir nur ein Problem. Denn die Webcam ist zu weit rechts.
So. Zack, jetzt ist auch der schwarze Balken da links weg. Dreh sie ja zumindest manuell ein Stück runter. Ja, nee, machen wir jetzt so. Ich habe jetzt nicht manuell gedreht, sondern ich habe es einfach in OBS ein bisschen gezogen. Ich habe ja gesagt, kriegen wir heute noch hin. Ihr müsst wissen, bei mir ist es so, ich nehme mir chronisch zu wenig Zeit zur Vorbereitung. Aber wir haben ja heute nur die kleinen Probleme gehabt. Die wirklich kleinen. So, Lobby ist immer noch nicht offen, ist noch gar nicht schlimm, wir haben ja Zeit. So, Bremen eSports, 2-0 gegen Kryptonic. LHR gegen Crossfade, 2-1. Treten jetzt an gegen Venk Gaming. Was haben wir noch? Wir haben Recast Gaming. Wir spielen gleich gegen Nies Guys oder Tentalian eSports, gegen den Gewinner aus der Serie. TLR eSport gegen Weedem Weeps. Genau, Star 7 gegen Yomam Gay, das wird gleich gecastet. Dann haben wir auch noch die Alpenfestung und den Descenso Squad. Alpenfestung 2-1 gegen Trinitas gewonnen. Wer glaubst du wird gewinnen? Aber wir haben eben Venk Gaming gesehen, die haben einen guten Seed bekommen. Ansonsten haben wir natürlich noch Bremen eSports dabei. Wir haben China Cat, die sind relativ gut. Kann ich das Roster direkt sehen? Vier Roster, Seed 4. Noah, Revisi und Boomquick. Revisi hat es weit gebracht im Saltmine. Auch Boomquick ist bekannt. Aus Spanien müsste er kommen. Oder Italien. Genau, China Cat. Auch ein gutes Team. Ah ne, China Cat haben wir eben gesagt. Nein, ich meine was, TLR? Habe ich TLR gesagt? Ne, warte mal, Brackets. Jetzt habt ihr mich. Jetzt habt ihr mich. TLR eSport schon 1-0 gegen Weedem Weeps. Saberdam, Mats Grey und Boy School. Saberdam und Mats Grey sollte man kennen. Auch die sind ein guter Kandidat für den Sieg heute. Ich begrüße natürlich auch alle Leute, die jetzt neu eingeschaltet haben. So, wen haben wir noch? Stealth 7. Könnte auch interessant werden. Yomam Gay. Ich schau mal kurz ins Roster. Youngstar, K3 und 1-7. Guck ich mal, ob die Lobby jetzt offen ist. Nee, noch nicht. Ich hoffe, die kriegen das mit. Genau, dann haben wir Alpenfestung gegen Descenso. Descenso sagt mir jetzt nicht. Alpenfestung, Benny Killer, Art Goes. Bin ich gespannt, wie weit die es schaffen. Einen Moment noch. Ja, wir haben genug Zeit heute für die Lobby. Ich habe heute ordentlich Zeit mitgebracht. Es ist Wochenende. Endlich ist wieder Wochenende. Ich habe letzte Nacht sogar mal ausnahmsweise viel geschlafen. Und das, muss ich sagen, kommt selten vor. Ich schlafe zu wenig, aber ich habe mich heute vorbereitet. Von daher habe ich auch ordentlich Zeit mitgebracht. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn der Lobby mal ein bisschen später erstellt wird. Tendenziell sind die wohl noch im Ranked, würde ich behaupten. Wer von denen ist auch egal. So, ich schaue mal ins Bracket. Da waren ja einige Matches noch am Laufen. TLR gegen Weedem Weeps. Steht es gerade 1-0. Für TLR. Ey. Swayfly sagt, sie sind raus. Ich nehme an, Bremen eSport. Bremen eSports, pardon. Dachten, der Caster war drauf. Nee. Die Spieler sollen aufmachen. Ich kriege die Matchdaten zugesendet und ich gehe da mit rein. Wird gerade erledigt. Super. Seed 6, zweite Runde raus. Ja, wie gesagt, ich kannte nicht alle Teams und da kannst du auch zu Upsets kommen. Letzten Endes müsst ihr sowieso theoretisch gegen alle gewinnen können, um am Ende abzusahnen. Von daher,
ist das dann nicht ganz so schlimm? Es ist nämlich ein EU-Tournament, ne? Ganz Europa kann teilnehmen und da sind viele Namen bei, die ich da natürlich nicht gehört habe. Ihr habt ja gegen ein dänisches Team gespielt und in der dänischen Szene kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Wir haben ja Creamy, Mats und HPPP. Man nennt ja auch HP Baxter. So, schauen wir mal. Jo, die Lobby ist da. Das heißt, Musik aus. So. In-game. Wupp. Abfahrt. Es sind alle da. Alexi, UX, Youngster, Flows, K3, 017. So, sie können loslegen. Dann geht's auch los. Atgos, Benny Killer und noch wen. Naja, es geht jetzt los. Und wir haben... Ist das richtig eingestellt? Star 7, UX, Alexi, ja, Flows. Das ist richtig eingestellt. Wir haben Star 7 mit UX, Alexi und Flows. Jetzt war ich kurz verwirrt. Youngster im blauen Auto. Wir haben Youngster, 17 und K3 auf der Seite von Your Mom Gay. Und mich habt ihr jetzt auch wieder da. Ich habe auch wieder zu mir gefunden. So, UX. Fängt ab der Mittellinie ab. Alexi. Ohne Boost, schickt den Ball nach vorne, holt sich einen 100er Boost an der Seite, der nicht existiert. Fährt also bis zum Gegner durch, kriegt auch eine Demo. Oh, Flows lässt sich Zeit, sie tasten sich gerade aneinander ran. Alexi profitiert vom Zweikampf, aber K3 fängt rechtzeitig ab. UX macht Druck, verfehlt das Ziel, aber um Kilometer. Oh, Alexi muss sich Zeit lassen. Oh, hat sein Gegner kommen sehen! Hat sich dagegen entschieden, den Ball weit rauszuspielen. Somit sein Gegner ausgespielt. Pass auf Alexi. Aber er findet sein Ziel nicht. UX. 17. Ja, mutig von Alexi, da stehen zu bleiben. Den Winkel nicht kurz zu machen. Alexi. Ans Backboard. Der kommt auch gefährlich nah vors Tor. K3 rechtzeitig dran. Gut an Flows vorbeigespielt. Die Situation ist vorerst geklärt für Your Mom Gay. UX. Alexi, K3 fängt ab. Flows geht hoch, kann den Ball zur Seite abwehren. Aber ist gerade eher so ein bisschen Rasenschach spielen. Da findet man auf beiden Seiten noch keine wirkliche Chance, sondern gibt sich den Ball erstmal nur gegenseitig. Ja, Pass auf UX. Oh, 17 am Backboard, am Ball vorbei. Das wäre die Chance gewesen, weil Youngster rechtzeitig am Ball. Flows. Verliert die Challenge und der Ball schlägt quer vom eigenen Tor her. Schussversuch, aber Flows steht dort. Da, Schuss von Youngster und der ist drin. 1-0 für Your Mom Gay. Und Stealth 7 kommt, vor allem defensiv, auch nach dieser Demo, noch nicht so ganz aus dem Pushen. Flows rückwärts zum Ball. Dass das nicht funktioniert, weiß er selber. Kurz vor der Halbzeit der erste Treffer für Your Mom Gay. Wir erinnern uns, wir spielen immer noch Best of 3. Denn das hier ist noch nicht das Halbfinale. Wir müssten hier, jetzt bin ich überlegen, wir sind im Achtelfinale. Das heißt, hier wird auch noch Best of 3 gespielt. Das Viertelfinale entsprechend auch. Flows, Alexi mit dem Schuss aufs freie Tor. Ausgleich Stealth 7. Youngster verliert die Challenge. Juis kriegt die Demo auf K3. Und da ist der Last Man. Sehr mutig in den 2 gegen... Ne, in den 1 gegen 1, in den Zweikampf geflogen. Er war zu spät dran, somit der Ball vorbei, Tor offen. Und da ist eine Einladung für Star 7. K3, nach vorne, UX fängt ab. Und Youngster schnappt sich den Ball über UX und Flows hinweg, aber da hat er die Rechnung nicht mit Alexi gemacht. Jetzt bleiben sie zu zweit hinten, 1-7. Scheitert an UX. Youngster schickt ihn sofort zurück, aber Alexi packt sich den Ball aus der Luft. Nächster Schlag in die Mitte, aber kein Nachdruck von Your Mom Gay. Das dauert zu lange, da können sie nicht vernünftig scoren. UX gewinnt die Challenge. Flows über seine Gegenspieler hinweg und die Kiste ist offen. Und das müssen wir uns nochmal ansehen, denn da gibt es ein bisschen was zu meckern. Flows
über zwei Spieler hinweg Double Commit, während der dritte Spieler auch vorne ist, dann ist die Kiste logischerweise natürlich offen. Wenn Flows dann einfach nur den Ball vor seinen Gegnern kriegt, dann landet der für gewöhnlich auch drin. Führungstreffer, beziehungsweise Führungswechsel jetzt. In Favor für Star 7, K3 mit dem Nachschuss an den Pfosten. Youngster und Flows. Und der geht wieder weit nach vorne. UX geht hoch, droppt ihn, aber da ist niemand. Alexi muss jetzt nach hinten kommen. Er hat keinen Boost mehr im Tank. Lässt sich sogar Zeit. Flows mit dem Schuss aufs Tor und der kommt durch. K3. Und sie sind alle drei in der gleichen Ecke. Youngster ist noch gar nicht rechtzeitig wieder am Tor. Kann auch nur vom kurzen Pfosten reinkommen. Somit eigentlich das ganze Tor offen, da Youngster kein Momentum hatte. 3:1 Stealth 7. Und das erkämpfen sie sich. Die Zeit wird langsam knapp. Wir haben noch gut 70 Sekunden auf der Uhr. Schöner Pass auf Alexi am Tor vorbei. K3 hält trotzdem sauber. Das Backboard muss auf diesem Level von Rocket League sauber gehalten werden. Oh, Youngster! Hat da nicht genug Kraft in den Armen, um den Ball abzuwehren. Mit 21 km/h rollt er dann doch noch dahinter. UX einen guten Schuss gesetzt. Und da steht Youngster auch wieder rückwärts zum Schuss. Rückwärts zum Schützen. Und den kann man natürlich nicht vernünftig halten, denn in so einem Backflip kriegt man nicht genug Kraft meistens. Und vor allem auch nicht den richtigen Winkel, um den Ball abzuwehren. 4:1 für Star 7. Und wenn sie jetzt hinten nicht so viel falsch machen, dann ist das auch der Deckel auf dem Topf. UX alleine hinten gegen 1-7. Und da ist der erste große Fehler. Man hat 1-7 machen lassen. So, UX da aus dem Tor rausgefahren, muss also vom kurzen Pfosten reinkommen. Gleicher Fehler im Prinzip wie bei Flows. Kurzer Pfosten, dann noch an der Wand, machst du dem Gegner eigentlich die Tür auf. Vor allem, wenn du dann noch auf den Schuss wartest, anstatt selber den Winkel klein zu machen und zwischenzugehen, hat der Gegner mehr als genug Zeit, um seinen Schuss zu platzieren. Somit der Anschlusstreffer für Your Mom Gang. Guter Pass in die Mitte, findet sein Ziel aber nicht. Youngster nochmal ans Backboard, der Nachschuss an den Pfosten, nächster Schuss, gehalten von Flows. Und sie machen Star 7 nochmal ordentlich heiß hinten. Flows fängt den Ball nach der verlorenen Challenge ab. Jetzt wird die Zeit dann doch wieder knapp. Da war eben die Großchance für Your Mom Gay und dann wäre das nochmal sehr spannend geworden. Auch hier geht der Ball nicht hinter die Linie. Youngster in die Mitte und Flows hält sauber. Das ist gelaufen. Und das wird nochmal sehr interessant für Star 7, die sich das erste Spiel für sich entscheiden. Mein lieber Herr Gesangsverein, das wurde dann doch nochmal interessant gegen Ende. So, wir gehen gleich rüber in Spiel Nummer 2. Und es könnte schon das letzte sein, sollte Star 7 auch dieses gewinnen. Aber man soll den Tag ja auch nicht vor dem Abend loben. Der Gewinner steht im Viertelfinale des heutigen Turniers. Okay, wir müssen restarten. Okay, es geht gleich weiter. Wir gehen kurz in folgende Szene rein, in die Intermission-Szene. Mahlzeit Moin, da bin ich wieder zu sehen. Ich hoffe, euch geht es immer noch so gut wie zum Anfang des Streams oder zu dem Zeitpunkt, wo ihr eingeschaltet habt. Denn heute wird ein guter Abend. Der Abend ist gut gestartet, geht gut weiter. Gut, die kleine technische Schwierigkeit können wir jetzt auch schnell überbrücken. Die Lobby wird schnell wieder neu erstellt, sodass wir da auch gleich wieder reinkommen. Aktuell steht es 1:0 für Stealth 7 gegen Your Mom Gay. Schauen wir mal, ob die neue Lobby da ist. Das sieht gut aus. Ja, da sind sie schon.
Da geht's schnell weiter. Und da sind wir auch wieder in-game. Also Matchball. Fürster 7. Weiterhin im Blau. Die nächsten 5 Minuten sind gestartet. Flows legt sich den Ball selber vor, holt sich den Flip Reset, aber K3 passt auf. Kommt soeben noch an den Ball ran. Oh, 1-7 ohne Boost. Konnte den ersten Gegner damit beirren. Aber der zweite hat den Braten dann gerochen. K3. Flows fängt früh ab. Und Stair 7 versucht jetzt Druck aufzubauen mit Alexi vorne, aber er wird überspielt vor 1-7. UX als Backup noch da. Youngster, Ball vorbei, K3 muss herhalten. Und 1-7 lässt sich Zeit. Alexi überspielt ihn, Flows geht hoch, kann den Ball irgendwo in die Mitte legen. Aber da haben sie sich dann doch nicht so hundertprozentig absprechen können. UX in die Mitte. 1-7 rechtzeitig dran. Flows legt ihn sich selber vor, bekommt noch in die Ecke, aber scheitert dann am letzten Spieler. UX hat noch Boost im Tank, sieht aber, der reicht nicht. Oh, Flows am Ball vorbei. Jetzt die Möglichkeit für Yuman Gate zu kontern. Alexi kriegt den Ball zwar, passt auf 1-7, aber Flows kommt die ganze zuvor. K3 gut abgefangen von Flows. Jetzt ist die Kiste offen und der landet auch drin. Im Spielaufbau, aber den letzten Mann einfach weggedankt. Und somit ist die Kiste frei. Niemand rechtzeitig da, der den noch hätte verteidigen können. Somit also der erste Treffer, der erste Führungstreffer, das 1-0 für Stealth 7. Alexi zur Seite. Youngster. Ja, kriegt den Ball nicht dahin, wo er ihn hinhaben wollte, nämlich in die Mitte. Oh, K3. Spielt über UX hinweg, jetzt muss Flows dran. Und dann kriegen sie die Dämme auf 1-7. Schuss von Flows geht neben das Tor. Nächster Versuch in die Mitte. K3 kommt die ganze zuvor. 1-7 nach vorne. Youngster geht ran, aber lässt dann doch fallen. Dennoch Alexi gerade so rechtzeitig am Ball gewesen. Youngster über die Decke kriegt auch den Flip Reset von der Decke in den Ball rein. Aber es gibt gerade kein Vorbeikommen an Star 7. Alexi. K3 spielt wieder weit raus. UX fängt an der Mittellinie ab. Und kriegt den Double Tap Richtung Tor. Flows legt nochmal ans Backboard. Und da sind sie rein. Double committed. K3 legt ihn wieder hoch. Youngster lässt sich Zeit mit der Challenge. Verliert diese auch. Ja, und da kriegen sie den Gegentreffer. Flows zum 2-0. Ich war gerade im. Ja, am überlegen, was der Youngster davor haben könnte. Und es sah alles danach aus, hätte er versucht, den da selber irgendwie ins Tor zu schießen. Vielleicht, weil er auch einfach gesehen hat. Ja, nee. Er ist drin. Flows mit dem Doppelpack zum 2-0 zur Halbzeit. Alexi vom Kickoff übers Tor, gerade so an die Latte. Und so einen Versuch muss man mitnehmen. Alles richtig gemacht von Alexi, aber den zu treffen ist schwierig, weil er direkt nach dem Kickoff häufig auch nicht genug Boost im Tank hat. Gut abgefangen von Flows, der den Doppelsprung dazu nutzt, um schneller nach unten zu fallen. Oh, ganz gefährliches Spiel von Star 7. Da kriegen sie den Gegentreffer. UX am Ball vorbei. Der Innenpfosten hat es möglich gemacht. Und Youngster nimmt sich den Rebound und sieht Flows, wie er aus dem Tor rausgesprungen kommt, in der Mitte. Somit waren beide Ecken frei. Jetzt ist es also nur noch 2-1. Immer noch die Führung für Star 7, aber es wird wieder knapper. Es wird interessant. Und sie müssen jetzt voll dabei sein. Und da wird am Ball vorbeigeflogen. Alexi. Und da ist die 2-Punkte-Führung wieder hergestellt. Das müssen wir uns nochmal ansehen. Das war extrem knapp. Und auch K3 kann da nichts mehr retten. 1-7. Pardon. 1-7 knapp am Ball vorbeigeflogen. Der war so wichtig. Man hat es ja gesehen. Vorbeigeflogen, man kriegt gleich den Gegentreffer. Aber man darf jetzt bloß nicht aufgeben. Man kann das Ganze auch in ein Spiel 3 retten. K3 nicht ins Tor. So einen muss er reinmachen. Und da wird er sich jetzt ärgern. Denn die Kiste war offen.
Leichte Abstimmungsschwierigkeiten bei Star 7. Und jetzt ist die Bude frei und der droppt rein. Da gab's doch die Demo auf UX. One 7 macht seinen Fehler wieder wett und öffnet das Tor. Schauen wir mal ins Tor auf UX. Ja, da war hinter dem Banner verschwunden, aber da hat's geknallt. Und jetzt sind sie wieder auf ein Tor rangekommen. UX spielt den Ball erstmal nach vorne raus, setzt sich auch durch gegen K3. Schuss aus Tor von Flows, der geht nur an den Pfosten. Kein Nachschuss seitens der 7. Sie haben so fest damit gerechnet, dass der reingeht. Oh, ein guter Pass vor das Tor von 1-7, aber niemand da, der den abfangen kann. Und Flows leitet den Konter ein. Alexi geht hoch zum Ball, ist auch der Erste, der ihn bekommen wird, lässt ihn droppen. Somit freies Spiel jetzt für K3. Über den ersten geflickt, Flows fängt ab, zur Seite raus. Die letzte Minute läuft. Und Star 7 ist nicht in der Position, das Ganze über die Uhr zu Ende zu spielen, denn Your Mom Game macht ordentlich Druck. Flows. Lesson ab der Mitte am Wiederfallen. Youngster und 1-7 mit dem Pinch-Versuch. Allerdings missglückt. Da ist die Meldung auf dem Bildschirm, die letzten 30 Sekunden laufen. Flows zur Seite raus. Und da sind zwei wieder am Ball vorbeigeflogen. Und die Zeit wird ihnen fehlen. Die Zeit, die jetzt abläuft, tut weh. Vor allem ist der 7 jetzt wieder am Drücker. Die letzten 10 Sekunden laufen. Und dass man den Ball abgegeben hat, das war fatal. Denn Star 7 kann die Kugel jetzt einfach vorne halten. Und Flows verfehlt wieder das Tor. Noch ist es nicht vorbei. Man kann den Ball noch hochhalten und ausgleichen. Aber Alexi droppt den Ball und da ist der Sieg für Star 7. Und das wird nochmal richtig knapp zum Ende hin. Aber Star 7 sichert sich den Einzug ins Viertelfinale mit einem 2:0. Und damit gehen wir auch wieder in die Intermission-Szene, denn die nächste Lobby steht auch schon bereit. Es geht hier heute Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag geht das. Wir haben nämlich gleich TRL Esports gegen Doppelpunkt D. Das Team heißt wirklich nur Doppelpunkt D. Nee, das... So, hier, da wollte ich hin. Doppelpunkt D. Ein kleines D sogar. Das muss ich jetzt hier in die Mitte kriegen. Ja, das sieht mittig genug aus. So, ab ins Menü. Ich gebe euch noch kurz ein bisschen Musik auf die Ohren, bis wir in der Lobby drin sind. So, die Lobby ist auch noch nicht offen. Seeding, die Frage kam häufiger. Es haben 66 Teams teilgenommen. Und da ich nicht jedes Team davon kannte und kennen konnte, weil es halt ein komplettes EU-Turnier ist, wir hatten eben ein dänisches Team, die gewonnen haben, obwohl es nicht erwartet war laut Seeding, war es natürlich nicht möglich, jedes einzelne Team zu seeden, weil die Anmeldungen auch bis eine Stunde oder bis kurz vor dem Turnier offen waren. Und da ist es dann schwierig, das Ganze noch vernünftig zu seeden. Dementsprechend habe ich die Teams genommen, die ich A kenne und wo ich B weiß, dass sie eigentlich gut performen, und habe dann Seeds in Auftrag gegeben. Insgesamt wurden die ersten 10 Seeds verteilt und dementsprechend wurde das Bracket dann auch erstellt. Überraschungen sind dabei, natürlich. Ich kenne nicht alle Spieler, die hier teilnehmen, auch nicht alle guten. Naja, das ist auch schwierig, den Überblick über ganz EU zu behalten, seien wir mal ehrlich. Von daher kann es da Probleme geben. Allerdings, das Ganze ist Single Elimination und wer am Ende Geld absahen will, muss sowieso in der Lage sein, gegen all seine Konkurrenten zu gewinnen. Dementsprechend haben wir da getan, was uns noch möglich war, vor allem in dem Zeitrahmen, den wir hatten, der relativ klein war, und hoffen, dass wir so zumindest im Halbfinale und Finale dann auch wirklich interessante Spiele kriegen. Interessante Spiele, so wie das eben. Denn das war nicht einseitig, das war durchaus interessant und schön anzusehen. So, bis die nächste Lobby erstellt ist, dauert es noch einen kleinen Moment.
Lobby ist offen. Das heißt, die Musik kann ich mal ausmachen. Und wir gehen ins Spiel rein. So. Habe ich es auch richtig geschrieben? TRL Esports. Müsste das richtige Match sein. TLR. TLR ist, ist das richtige Team. Eigenschaften. So, ich hab's gefixt. So, Abfahrt. Es geht los. So, jetzt. Oje, oje, oje. Wird das Preisgeld auch mal steigen, weil Valorant 1K-Tourney ist? Ja, je nachdem, wie gut das Turnier läuft natürlich. Ne? Es hängt davon ab, wie gut das heute läuft, ob sowas öfter veranstaltet wird, ob es vielleicht auch größer wird. Das bleibt abzuwarten. Wenn ihr selber dazu beitragen wollt, dass es vielleicht auch mal mehr Preisgeld gibt, dann ist das Beste, was ihr machen könnt, Punkt 1 mitspielen und Punkt 2 einschalten. Und natürlich auch den Kanal von D2 Esports folgen. Und natürlich auch meinen Kanälen folgen, ne? Klar, das sowieso. So, schauen wir mal, ob die... Hoppala. Ist eigentlich gerade mal einen dran geleakt. So. Jetzt können wir loslegen. TLR Esports, also in Blau mit Boyschool, Severdam und Mats Gray. Auf der anderen Seite Nalmon, Samberg und Ease für Doppelpunkt D. Und sie legen schon ein gutes Tempo vor. Bei Doppelpunkt D. Oh, warte mal. Da war gerade eine Mücke. Direkt vor mir. Oh, Severdam setzt an zum Schuss. Gut gehalten von Samberg. Auch hier im Viertelfinale Best of 3. Mats Gray. Gut abgewehrt von Namen. Severdam geht hoch. Droppt ihn in die Mitte auf Boyschool. Der Schuss ist gut, aber verteidigt von Samberg und Namen. Und sie legen beide ein gutes Tempo vor. Mats Gray an den Innenpfosten und der geht rein. Da musste Mats Gray aber auch nochmal ran. Das müssen wir uns nochmal genauer ansehen. Da hat man damit gerechnet, dass der Ball nicht reingeht. Und Ease hätte den Ball auch tatsächlich noch aus dem Tor rausgekickt. Aber Mats Gray kam den ganzen zuvor, hat den Dank bekommen zum 1:0. Und diesen Treffer haben sie sich hart erarbeitet. Severdam aufs Tor, gut gehalten von Samberg. Pass auf Severdam. Namon. Ja, da ist niemand, den er anspielen kann. Das ist nicht schwer zu halten für Mats Gray. Ball vorbei. Kriegt den Schuss direkt Richtung Tor, aber der war nicht on target. Boyschool und Namen stört früh. Severdam setzt sich durch gegen Namen East zurück in die Ecke. Boyschool. Boyschool in die Mitte, Namen. Und den fängt Mats Gray ab. Severdam war auch schon auf dem Weg. Severdam ans Backboard. Mats Gray, ein guter Schuss aufs Tor und der ist drin. 2:0. Den hat er mit Gewalt reingeschossen. 105 km/h. Ja, der gute alte Kreuzlauf. Wie man ihn in der Kreisliga auch nennt. An sich über Kreuz, um den Gegner zu verwirren, wer denn jetzt an den Ball geht. Es hat funktioniert. Und das kann man durchaus in Rocket League auch machen. Zwei gehen zum Ball, aber man weiß ganz genau, wer ihn nimmt. Als angreifendes Team natürlich. Severdam spielt einen Ball weit raus. Boyschool zurück auf Severdam. Der spielt ihn übers Backboard in die Mitte. Samberg am Ball vorbei. Jetzt kann East den nehmen. Boyschool. Und wieder Mats Gray. Gefährlicher Schuss Richtung Tor. Da wurde versucht, den Samberg noch wegzubumpen. Mats Gray in die Mitte. Aber Namon rechtzeitig am Ball. Boyschool setzt sich durch. East fängt allerdings ab.
Das ist ein schnelles Hin und Her. Pass auf Sandberg, aber Seba, da kommt die ganze zuvor und Namen kann abfangen. Will den Ball auf Ease spielen, der muss allerdings erstmal umdrehen. Boyscu gegen Ease. Und Ease setzt sich durch. Mats Gray. Oh, guter Pass in die Mitte von Namen. Sandberg verschätzt sich. War auch nicht in der richtigen Position, den Ball hinter die Linie zu setzen. Ease gegen Mats Gray. Mats Gray spielt noch auf Boyscu. Der wird weitergeleitet. Mats Gray geht hoch ans Backboard. Wo ist Seberdam? Da ist er schon oben. Aber Mats Gray kann den nicht mehr weiterverwerten. Wir sind bei der Halbzeit angekommen. Es steht 2:0 für TLR Esports. Seberdam ans Backboard und Sandberg lässt sich Zeit. Schuss vom Boyscu. Ah, gut gehalten von Ease. Namen leitet weiter in die Mitte. Mats Gray hat genug Zeit, sich den zu nehmen. Kriegt noch an Sandberg vorbeigespielt. Aber nicht über Namen hinweg. Jetzt gehen Boyscu und Seberdam hoch. Und sie müssen jetzt Zeit rausholen nach diesem Double Commit. Bisher noch keine Großchance für Doppelpunkt D. Oh. Ja, nee, never mind. Was ist da passiert? Wir haben Boyscu gesehen, wie er da am Pfosten steht. Mats Gray wurde überspielt und kam einfach nicht mehr rechtzeitig am Ball. Boyscu war gar nicht in der Lage, überhaupt irgendwas zu machen. Somit also der Anschlusstreffer für Doppelpunkt D. Sandberg. Sandberg gegen Mats Gray und der ist nicht drin, obwohl Sandberg seinen Schuss gut rausgezögert hat. Auch Ease verliert die Challenge und er geht weit in die gegnerische Hälfte. Mats Gray fängt ihn ab, der Drop Force Tor, das sieht aber auch Namen. Sandberg am Ball, verliert die Kontrolle gegen Boyscu. Namen übernimmt und Mats Gray fängt ab. Dann lassen sie alle den Ball liegen. Trotzdem Ease als erstes an der Kugel. Mats Gray kriegt auch die Demo an Sandberg. Kurze 3 gegen 1 Situation und sie können draus profitieren. Boyscu rechts und in die Ecke zum 3:1. Die 2-Punkt-Führung ist wiederhergestellt. Da wurde auch Ease nochmal gestört. Nahlmann und Sandberg auf der linken Seite des Spielfeldes. Somit eigentlich auch eine gute Chance für Boyscu, den einfach ins lange Eck zu schießen. Hat er ja auch gemacht. Und er ist drin. Wunderbar gezielt. Ein guter Treffer. Somit führt TLR Esports wieder mit 2 Treffern. Seberdam legt sich den Ball selber hoch, will sich da eine Flip Reset holen, aber Sandberg geht rechtzeitig zwischen. Alles richtig gemacht in der Challenge. Seberdam auf Boyscu. Bei den Rücken gespielt. Da gehen sie zu zweit hoch, kriegen den Ball beide nicht. Möglichkeit für Sandberg, aber Seberdam flippt auch irgendwie dazwischen. Letzte Minute läuft. Ease kriegt den Bump nicht auf Boyscu. Er allerdings sind dann Richtung gegnerische Hälfte. Und die Zeit wird immer knapper. Doppelpunkt D muss jetzt scoren. Mats Gray verhindert den Ceiling Shot von Ease. Boyscu. Seberdam am Ball vorbei, aber die Zeit wird immer knapper. Seberdam wieder nach vorne. Namen. Und er kriegt den Ball nicht. Zu wenig Buße, wie er nach unten zu boosten. Und das Tor bleibt weiterhin frei durch den Bump am Keeper. Aber es reicht nicht. Und jetzt ist die Zeit doch zu knapp. Denn TLR ist im Angriff und der Countdown läuft bereits. Es ist zu knapp für 2 Treffer. Wenn der reingeht, vielleicht noch die Möglichkeit von Kickoff. Nee, das war's. TLR sichert sich Game Nummer 1. Sobald der Ball den Boden berührt natürlich. Und da ist es auch. Spiel 1 geht an TLR. Mats Gray hat deutlich die Carry-Hosen an. 2 Tore, 1 Assist bei 3 Toren. Außerdem 2 Saves hin. Ein Allrounder überall auf dem Feld zu sehen. Auf der anderen Seite Sandberg. Defensiv trotzdem die Kiste gemacht. Das wird noch ein interessantes Match 2. So, und Abfahrt. Spiel Nummer 2. Namen sichert sich den Ball nach dem Kickoff. Deutlicher Vorteil für TLR. Es ist ihr Matchball. Und er ist drin. Namen schleicht den vorne rein. 15 Sekunden im Spiel und das müssen wir uns aus der anderen Perspektive nochmal ansehen.
Sevadam rausgechallenged. Boyskull muss erst noch umdrehen. Mats Gray kommt auch vom kurzen Pfosten. Ist aber egal. Mats Gray noch am Ball. Boyskull eben nicht. Mats Gray durchaus zu spät. Und Namen gewinnt den Kickoff deutlich. Boyskull sichert sich allerdings den Ball. Gefährlicher Schuss aus Tor von Sandberg. Mats Gray hält dicht. Und Boyskull setzt sich durch mit dem Pass auf Mats Gray. Der geht ans Backboard. Boyskull setzt zum Schuss an. Der schnelle Ausgleich. 15 Sekunden später. Und das Spiel ist quasi wieder auf Null gesetzt. Auch da nicht ordentlich hinten rein rotiert von Namen. Vor allem nicht schnell genug. Boyskull. Der geht ans Backboard, aber Namen sichert sich die Kugel. Boyskull in die Mitte. Sebadam kommt angeflogen und kriegt den vorbeigesetzt. Sebadam zum 2:1. Guter Pass in die Mitte, aber auch riskant, weil Mats Gray von hinten schon angeflogen kam. Da werden sie alle reingezogen. Erster Treffer von Sebadam, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, es war zweimal Mats Gray und einmal Boyskull in der Runde davor. Ja, guter Schuss Richtung Tor von Sandberg. Aber Boyskull lässt sich davon nicht beeindrucken. Mats Gray. Sebadam dreht um, geht zum Ball, gewinnt die Challenge, ist als erster dran. Hier kriegen sie den Dank nochmal gegen Namen. Und jetzt ist Holland in Not hinten. Die Kiste ist frei, Mats Gray trotzdem rechtzeitig da. Namen droppt in die Mitte, Mats Gray fängt ab, Boyskull sofort hinterher. Wollten sich selber ans Backboard legen. Jetzt wird's gefährlich, Mats Gray dreht um, hätte die Möglichkeit zum Schießen gehabt. Aber reißt den Wagen mit der Handbremse nochmal rum. Pass in die Mitte. Eher ein Schuss, aber ungefährlich für Doppelpunkt D. Mats Gray. Oh, die Kiste war frei! Warum war denn die Kiste frei? Ease rausrotiert, der Rest auf der linken Seite angesiedelt. Boost over Ball! Das war das Problem. Ease zum 100er Boost hat dann gemeldet, oh, der Ball geht an mir vorbei. 3:1 für TLR eSports. Sandberg, immer noch Sandberg, wird aber gestoppt vom Boyskull. Ease gegen Mats Gray. Und er hält das Backboard sauber und das sind immer diese 2-3 Sekündchen, die sich im Laufe des Spiels summieren, die am Ende auch sehr wertvoll sein können und auch meistens sind, die man durch solche Defensivaktionen herausspielen kann, indem man den Ball einfach hoch übers eigene Tor auf die andere Wand spielt, sodass der Gegner da eigentlich nicht intervenieren kann. Das sind mal gut und gerne 3-4 Sekunden, die man da ausspielt. Die sorgen natürlich dafür, dass die Zeit erstmal abläuft und dass das eigene Team sich neu ausstellen kann, nochmal Boost sammeln kann, um den nächsten Spielzug aufzubauen. Ja, Versuch von Seba dann den Ball in die Mitte zu spielen, ist allerdings nichts draus geworden. Mats Gray wird überspielt, Boyskull mit dem Backflip, Seba dann übernimmt. Und wir sind bei der Halbzeit angelangt. Schuss aufs Tor, gut gehalten von Sandberg, der wäre definitiv drin gelandet. Und jetzt die Kontermöglichkeit für Doppelpunkt D, aber Mats Gray lässt da nichts anbrennen. Schuss! Und der war mit Gewalt, Sandberg, zum 3:2. Und jetzt will ich sehen, wie schnell der war. 157, der Pinch in der Luft mit Ease. Nee, mit Nalmon. Nee. War der gepincht? 157, da war definitiv noch jemand anderes dran. Ein wunderbarer Schuss von Sandberg. Und das Momentum müssen sie jetzt mitnehmen. Ease. Oh, ein Boyskull kommt noch so eben dran. Den habe ich schon eigentlich drin gesehen. Mats Gray gegen Sandberg. Knappe Geschichte. Sandberg kriegt die Demo am Boyskull. Spielt ihn kurz auf Namen. Ah, da ging doch wer zwischen. Sebadam war's. Mats Gray. Boyskull in die Ecke. Mats Gray zur Seite raus. Wenn sie sicher gehen wollen, dann müssen sie jetzt nochmal scoren. Denn der eine Treffer ist schnell aufgeholt. Ease. Über die Wand. Und Boyskull spielt ihn hoch und weit raus. Wird nochmal gedämmert von Namen. So. Und jetzt hinkt die Kamera hinterher. Wir haben aber glücklicherweise nichts verpasst, Namen.
Guter Schuss aufs Tor, aber da wird gestört. Kommt trotzdem den Ball ran. Nachschussversuch. Ausgleich. Zamberg zum 3:3. Jetzt sehen wir nochmal, wie Severdan Dark Steffel von Ease und nochmal Gray kommt nicht rechtzeitig rein. Severdan versucht dann nochmal an den Ball zu gehen und kriegt ihn nicht weit genug rausgespielt. Somit Zamberg also zum Ausgleich. 80 Sekunden noch zu spielen. Und Game 3 ist möglich an dieser Stelle. Mats Gray, der ist drin vom Kickoff. 3 Sekunden hat es nur gedauert, bis der Treffer wieder rausgeholt wurde. Ball an Nerman und Ease vorbeigespielt und hinten geht man an den Boost und fährt mit dem Boost nach vorne weg die Kurve und nicht nach hinten weg. Das sind Zentimeter, die man verliert. Aber die Zentimeter hätten ausreichen können, um den Ball dann doch noch zu halten. Somit kleiner Fehler mit großer Auswirkung beim Kickoff von Doppelpunkt D. Und der war ärgerlich, nachdem man sich den Ausgleich so hart erkämpft hat. Jetzt läuft die letzte Minute. Verloren ist das Ganze natürlich noch nicht. Na, man fängt ab der Mitte nochmal ab. Severdan versucht den Ball vorne zu halten. Und das ist jetzt auch das Credo für TLR Esports. Haltet den Ball vorne. Lasst den Gegner gar nicht erst zum Zug kommen. Severdan sucht Mats Gray. Spielt aber zu weit nach vorne. Boy ist cool. Alleine hinten. Kann den Ball allerdings abfangen, spielt ihn weit nach vorne, Zambek muss da nochmal ein Stück zurückfahren. Mats Gray auf Boyschool, Nalman wehrt ab, letzten 30 Sekunden brechen an, passt auf Zambek in die Mitte und er führt den Ball weiter nach vorne, verliert die Challenge aber gegen Mats Gray und der Ball landet wieder in der eigenen Ecke vor dem Tor, aber Nalman bleibt ruhig, behält die Ruhe. Boyschool ans Backboard, Schuss von Severdan, gehalten von Ease. Jetzt kriegen wir gleich den Counter. Die letzten 10 Sekunden laufen. Und das wird nochmal ganz eng. Mats Gray, der ist nicht drin. Nachschuss vom Boyschool. Jetzt muss er den Ball oben halten, unbedingt. Nein, der ist direkt auf dem Boden gelandet. Ein ganz knapper Sieg für TLR Esports, nachdem sie 3 Sekunden nach dem Ausgleich aufholen konnten. Das erste Team im Halbfinale. Das heißt, alle Spiele, die jetzt on stream folgen, sind Best of 5. Und ich sehe gerade in der Regie, es gibt wohl eine kleine Pause. Ja, da kommt gerade eine Nachricht rein. So, wir schauen uns jetzt gleich erstmal die möglichen Halbfinalpaarungen an. Ich habe jetzt keine Szene, wo ich euch das Bracket zeigen kann, deswegen müsst ihr mir einfach glauben. Oder Ausrufezeichen Bracket im Chat. So, im Halbfinale steht Venk Gaming und die spielen gleich gegen den Gewinner von ERA, Team Zeus und Recast Gaming. Im anderen Halbfinale TLR eSport und die spielen gegen den Gewinner aus Stealth 7 eSports gegen die Sensor Squad. Das heißt, es gibt eine kleine Wartepause. Ich denke, die Pause werde ich kurz nutzen. Nicht abschalten. Gleich geht's weiter mit Best of 5 und es wird richtig spannend. Dementsprechend, oh hoppala, ich habe die Szene gar nicht gewechselt. Moin. Dementsprechend würde ich eine kurze Pause gehen. Ich gebe euch ein bisschen Musik auf die Ohren und dann sehen wir uns gleich wieder. Nicht abschalten, folgt mir und folgt noch viel wichtiger D2 Esports hier auf Twitch und unter @D2 Esports Events auf Twitter, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bin zuversichtlich, das war nicht das einzige Rocket League Tournament, welches es hier zu sehen gibt. Dementsprechend sehen wir uns fürs Erste gleich wieder. Bis dahin. So. Jetzt. Bis gleich.
escape.
So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lang warten lassen. Es gab kleinere Verzögerungen im Turnierablauf, aber die beiden Halbfinalpaarungen stehen fest. Wir haben TLR eSport, die wir eben gesehen haben, gegen den Dissenso Squad. Seed Nummer. Jetzt muss ich das auf dem großen Bildschirm ziehen. Seed Nummer 2 gegen Seed Nummer 11. Ja, das ist soweit in Ordnung. Auf der anderen Seite haben wir Venk Gaming gegen Recurse Gaming. Pardon, zwei deutsche Teams. Und zwar Seed 1 und Seed 5. Klingt doch ordentlich, wenn er mich fragt. TLR aus Großbritannien, Dissenso aus Spanien. Von daher sieht das auch alles ganz gut gemischt aus. Wir casten gleich allerdings Venk Gaming gegen Recurse Gaming. Und bevor ich das hier machen kann, muss ich erstmal die Ingame-Szene ändern. Eigenschaften, wo haben wir es denn hier? Venk Gaming. So, muss ein bisschen an der Tastatur rumhantieren. Ja. Und Recast. So, ich denke, die Lobby wird gleich erstellt oder wurde vielleicht schon. So. Alles klar. Die Lobbydaten wurden mir schon übertragen. Schauen wir mal, ob das denn auch schon offen ist. So. Hey, Just Messin, vielen Dank für dein Raid. Herzlich willkommen an alle, die jetzt zugeschaltet haben. Und natürlich auch dir, Just Messin. Jetzt wird reingeschwitzt. Einen Moment. Gerade die Info bekommen, dass Kryptos die Lobby aufmacht, sodass ich gleich reinjoinen kann. Also herzlich willkommen alle. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Stream bei Just Messin. Und jetzt wird wohl klar sein, okay, jetzt wird reingeschwitzt, jetzt wird der Streamer ausgemacht. Oder der Stream wurde ausgemacht, weil sie jetzt gecastet werden und er ist freundlich. Also, jedenfalls, Just Messin werdet ihr gleich onstream tatsächlich sehen gegen Venk Gaming. Es ist Halbfinale. Und das bedeutet, jetzt geht's um die Wurst. Wir hatten bisher ein Single Elimination Bracket. Allerdings fliegt jetzt im Halbfinale der Verlierer nicht raus, denn es gibt noch ein Spiel um Platz 3 am Ende. Er das Zweite. Absoluter Ehrenmann. Also, ich wünsche natürlich beiden Teams jetzt viel Erfolg. Verlierer landet im Spiel um Platz 3 und auch da geht es nochmal um ein kleines Sümmchen. Ansonsten sehen wir danach das große Finale. Bedeutet, wir sehen jetzt das Halbfinale, danach das Spiel um Platz 3 und dann das Finale. Kryptos und Catalysm sind schon in der Lobby. Die Matchdaten habt ihr bekommen. Das heißt, wir warten noch auf. Jetzt muss ich mich erinnern. Wer war noch mal bei Venk? Wir haben sie vorhin gesehen. Das ist jetzt peinlich. Kryptos, Catalysm. Ich mache mich gerade richtig zum Affen. Ekon, natürlich. Es war Ekon. Auf der anderen Seite haben wir Just Messin, Freveo und Gemmel. Also ab in den Spectator-Modus. Es kann losgehen. Venk auf der blauen Seite, Recast auf der orangenen. Müssen sie nur noch das Spielfeld betreten. Sobald der Erste hier den ersten Stein wirft, dann kommen sie mal alle, weil keiner so richtig weiß. Komm, wisst ihr was? Recast, Orange, go. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. So. Guck mal! Und sofort geht's los. Da habe ich aber meinen ersten Schritt gemacht. So. Best of five natürlich ab jetzt. Auch die Spieler nochmal drüber informiert. Catalysm gleich direkt an die Latte gesetzt, aber Gemmel holt ihn raus, Kryptos fängt in der Mitte ab und es geht sofort sehr stark los auf beiden Seiten. Just Messin gegen Kryptos und Catalysm wird den Ball abfangen. Der geht ans Backboard, nochmal Catalysm unter die Latte und der ist nicht drin. Just Messin holt ihn raus zur Seite hin.
an Catalyst vorbei, an Kryptos vorbei. Wieder Just Messen mit genug Boost jetzt. Legen sich hoch ans Backboard. Gut gehalten von Kryptos. Der war gefährlich. Catalyst ans Backboard. Gamble am Ball vorbei. Catalyst nicht am Ball. Und Recast muss hinten ordentlich aufpassen. Sobald der Ball in ihre Hälfte kommt, wird es nämlich gefährlich. Vank Gaming, Seed 1, Turnierfavorit. Und Ekon setzt sich durch. Immer noch im Merc zum 1:0. Das sehen wir uns nochmal an. Gemmel von kurzen Pfosten rein rotiert. Ja, war nicht schwer zu sehen für Ekon, wo der Ball nach der Challenge hinfliegen wird. Früher erster Treffer also für Vank. Just Messen holt sich den Ball nach dem Kickoff und kriegt ihn nicht an Ekon vorbei. Gemmel und Kryptos fängt ab. Frevio, bevor der Ball seinen Pass findet. Ja, Kryptos am Tor vorbei, kriegt aber nochmal Richtung Mitte. Da ist niemand zum Abnehmen. Und Catalyst setzt sich durch. Der ist gefährlich. Just Messen muss er jetzt ran. Hat keinen Boost mehr im Tank. Sein Gegner weiß das vermutlich. Kryptos legen sich hoch. Und immer höher ans Backboard. Der Drop Force Tor. Just Messen zuerst dran. Auf Freveo. Und sie müssen jetzt hinten aus der Latschen kommen. Denn Wenk macht Druck. Und sie machen viel Druck. Und wenn sie zu viel Druck machen, dann gibt es einen zweiten Treffer. Wieder Just Messen. Der die Kiste sauber hält. Querschläger. Niemand, der den annimmt. Ekon versucht nochmal zurückzuspielen zu Kryptos. Und jetzt kriegen sie den Konter. Gute Möglichkeit für Gemmel. Aber Catalyst setzt sich durch. Springt den Ball auch weit nach vorne. Gemmel ist jetzt ganz alleine hinten. Kann aber dicht halten. Da kam auch niemand mehr von Vank Gaming nach. So, den werden sie noch kriegen, bevor der gefährlich wird. Jawohl, Catalyst zur Seite. Und Gemmel wieder zurück in die Mitte. Double Commit von Vank Gaming, aber Catalyst kann hinterherfliegen. Holt sich den Flip Reset, bringt den Ball aber nicht an Freveo vorbei. Just Messen. Wieder Freveo am Ball. Freveo, und der kam gut, aber Catalyst kann ihn am Backboard abwehren. Just Messen. Weit nach vorne. Bisher noch keine große Chance für Recast. Freveo übers Backboard viel zu hoch vorgelegt. Den konnte er nicht mehr verwerten. Oh, Just Messen gefährlich, aber Freveo kann abfangen. Gemmel zur Seite und Kryptos wurde da gestört. Freveo mit dem Rückpass auf Just Messen. Aber auch das ist keine Gefahr für Kryptos. Freveo sucht seinen Anspielpartner in der Mitte, aber der Ball kommt nicht weit genug. Just Messen gut rausgeholt, aber Nachschuss von Catalyst. Gemmel hält sauber, auch Just Messen wäre zur Stelle gewesen, aber Gemmel hatte einfach mehr Momentum. Kryptos geht wieder zurück Richtung Tor. Ekon auf Catalyst, guter Pass, vorbeigespielt, auch an Frevio. Gemmel als letzter Mann und Frevio hat nicht genug Boost, der muss erst die Wand hochfahren. Aber sie geben ihm genug Zeit. Ekon sucht seinen Anspielpartner, Catalyst. Guter Schuss Richtung Tor, aber drüber. Wird weitergeleitet von Gemmel, der geht übers Tor, Kryptos hält dicht. Und wieder Ekon am Ball. Es bleibt vorerst beim 1:0. Was macht Ekon? Schuss Richtung Tor, Double Commit. Gemmel und Frevio. Gefährliches Spiel auf der Seite von Recast Gaming. Jetzt kommt Just Messen mit in die Mitte. Aber der Pass bleibt aus. Dieses eine Tor könnte am Ende reichen, um das erste Spiel zu gewinnen. Just Messen gegen Kryptos. Und Just Messen setzt sich durch, aber Catalyst kann nachsetzen. Aber auch da kommt Just Messen dran vorbei. Ekon fängt ab. Und der ist gefährlich. Querschläger, aber niemand, der ihn abnimmt. Catalyst auf Kryptos. Gut abgefangen von Frevio. Jetzt geht es in die andere Richtung. Just Messen gegen Ekon. Aber Ekon kann verteidigen. Und er hat da gut verteidigt. Das ist sehr viel Zeit für sein Team raus. Gut, Frevio. Frevio auf Just Messen. Da kommt der Schuss. Ausgleich Just Messen nach der Demo von Frevio. 39 Sekunden auf der Uhr. Wunderbar gespielt der Pass. Und Catalyst hat keine Chance, den Ball zu halten. Den hätte er gehabt, wenn Frevio nicht die Demo bekommen hätte. Ausgleich. Recast. Und jetzt wird es wieder spannend. Und dieses eine Tor reichte dann doch nicht. Frevio. Kryptos am Ball. Immer noch Kryptos vorbeigespielt. Aber gut gehalten von Just Messen, der Ekon schon anfliegen gesehen hat. Frevio zur Seite raus.
Sie müssen die Zeit jetzt runterspielen. Sie haben keinen Boost im Tank und sie spielen sehr gefährlich hinten. Just Messen gegen Akon und Just Messen setzt sich durch. Der hält hinten komplett dicht. Der ist gefährlich. An die Latte. Nachschusskette. Lism. Der ist dritten. 3 Sekunden vor Schluss. Gott, Kryptos zum 2:1. Da kam er von der Decke runtergeflogen. Just Messen war sogar noch dran. Aber Kryptos setzt sich durch, bekommt den Dank. Und das ist der Führungstreffer und das wird vermutlich auch der Siegtreffer für diese erste Runde sein. Ja, nee, doch noch nicht. Die Chance ist noch da, aber Catalysm hält sauber, Akon lässt fallen. Und das ist ärgerlich für Rikas. Jetzt müssen sie die Nerven behalten und sich davon einfach nicht beeindrucken lassen. So, nochmal bestätigt, dass es hier Best of 5 ist. Nochmal zur Erinnerung, der Gewinner steht im Finale, da geht es definitiv um Geld. Und der Verlierer landet im kleinen Finale. Dort bekommt der dritte Platz noch ein kleines Sümmchen. Von daher ist für keins der beiden Teams nach diesem Spiel Feierabend. Sondern eine Runde müssen sie danach noch. Auch Best of 5. Oh, Gemmel mit dem Flip Reset. Wunderbar, schön gemacht. 5 Sekunden vom Kickoff. Selber vorgelegt, jetzt sehen wir es nochmal. Zack, da hat er bekommen und direkt drüber gesetzt. Keine Chance für Venk Gaming, den zu halten. Das ist der Führungstreffer für Recast, gleich in den ersten 5 Spielsekunden. Geschossen von Gemmel. Und schöner hätte man den nicht machen können. Kryptos. Vielleicht nochmal Kryptos. Nein, Frevio kommt der ganze zuvor. Pass auf Catalysm. Gut gesehen, kurzen Pass gespielt. Schöner Flick ans Backboard. Nachschuss von Akon geht nicht aufs Tor. Und Kryptos verliert die Challenge gegen Gemmel. Der geht weit in die gegnerische Hälfte. Catalysm kann da nur verlängern. Frevio kriegt ihn nur zur Seite. In den Rücken von Gemmel. Und jetzt ist hinten weit offen bei Recast. Aber Gemmel kriegt die Demo auf Kryptos. Somit ist der Angriff vorerst abgewehrt. Just Messe legt ihn hoch. Mit wenig Boost im Tank. Da wird unter den Ball geflippt. Akon bringt den weit nach vorne. Catalysm geht schon hoch, trifft den Ball. Der geht ans Backboard. Und Catalysm wollte den selber reinmachen. Aber gut nochmal darunter gerettet von der Defensive von Rikas Gaming. Kryptos fängt in der Mitte ab, spielt ihn auf Catalysm. Der sich nicht gegen Just Messen durchsetzen kann. Allerdings hat Just Messen auch keinen Boost mehr im Tank. Kryptos. Frevio. Akon am Ball, der geht durch die Ecke und Gemmel dreht mal ganz kurz um, damit der Ball gar nicht erst vors Tor kommt. Eine kühne Entscheidung, nicht ganz risikofrei und der ist gefährlich. Querschläger in Richtung des Tores von Recast Gaming, der nächste Querschläger. Pass auf Kryptos, weil der ist nicht rechtzeitig am Ball. Just Messen bringt ihn wieder raus und sie halten das 1-0 gerade noch ganz gut. Nächster Querschläger. Trotzdem Frevio als erstes an der Kugel. Akon. Und Just Messen lässt sich Zeit, sieht das gesamte gegnerische Team auf der rechten Seite. Fährt mit dem Ball also auf die linke Spielfeldhälfte. Er geht weit nach vorne. Akon dreht um. Hat gesehen, der Ball landet vor der Linie auf dem Boden. Also kann er den ganz entspannt wieder nach vorne schießen. Catalysm will den Biss vors Tor bringen. Akon geht hoch, der ist gut, der geht an die Latte. Nachschuss, Kryptos, der ist drin. 1:1. Der kriegt den doch bis vors Tor gespielt. Frevio stand dann ein Stück zu weit links und Gemmel ist einfach aus der Hütte rausgefahren. Somit offen für Venk Gaming und Kryptos gleicht aus. Wir erinnern uns, kurz vor Ende hat Venk Gaming mit 3 Sekunden auf der Uhr, 3 Sekunden waren es glaube ich, oder 2 Sekunden, den Siegtreffer erzielt. Jetzt steht es wieder 1:1 in Spiel Nummer 2. Und Venk Gaming könnte sich 3 Matchbälle rausspielen, sollten sie auch dieses Spiel gewinnen. Ja, Fehlpass nach hinten. Gemmel musste nochmal umdrehen. Und der Ball wird auch sofort abgefangen von Akon. Frevio und Just Messen, Double Commit. Nächster Pass in die Mitte auf Catalysm. Der Schuss ist gut ans Lattenkreuz. Nicht ganz perfekt platziert. Aber schön gesehen von Catalysm. Der den Pass empfangen und in einen sehr guten Schuss umgesetzt hat. Da fehlten nur Millimeter. Schuss aufs Tor.
Keine Gefahr für Freveo. Und jetzt die Hütte offen. Ne, da ist noch einer gespawnt. Und Acorn, ohne Boost im Tank kann er nichts mehr machen. Schuss aus Tor von Kryptos, geht an den kurzen Pfosten. Sucht die Dämme auf Just Messen, setzt sich gegen zwei durch. Aber Just Messen mit dem besseren Recover. Acorn. Freveo in die Mitte, ein guter Pass. Gemmel kann sich nicht ganz durchsetzen und Freveo fährt da vorne her und weiß nicht so ganz, was er machen soll. 90 Sekunden noch auf der Uhr. Wer das nächste Tor schießt, erarbeitet sich einen sehr guten Vorteil für diese Runde. Denn hier fallen relativ wenig Tore. Denn die Defenses auf beiden Seiten sind gut. Gut rausgeholt von Freveo. Nachschusskette lösen. Auch der kann verteilt werden von Gemmel. Kryptos kann den Ball nochmal vor Just Messen retten. Der braucht jetzt mehr Zeit für seinen Angriff. Somit kann der Gegner recovern, sich neu ausstellen. Wir haben es gesehen, Acorn konnte den Ball ohne große Mühe halten. Kryptos bringt nach vorne. Jetzt will man natürlich defensiv keine Fehler mehr machen, weil man weiß, wenn man jetzt einkassiert, wird es ganz eng. Freveo, der ist gut, der ist drin, aus dem Nichts. Freveo mit dem Führungstreffer für Recast Gaming. Catalyzen und Acorn können den Ball nicht vernünftig aus der Ecke rausholen. Und Freveo findet einfach den Winkel oben rechts in den langen Pfosten, in den langen Winkel. Ein unfassbar guter Schuss. Und die Antwort auf Catalyzens Lattenkreuztreffer von eben. Aber das ist noch nicht vorbei. Wenn Gaming kämpft. Catalyzen! Da ist der Ausgleich! Das ist doch nicht zu fassen! So kurz nach dem Treffer, den sie kassiert haben, kriegt Catalyzen so ein vorgespielt und Recast Gaming ist einfach nicht gut besetzt gewesen in der Defensive. Der einzige Spieler, der hätte eingreifen können, ist aus dem Tor rausgeflogen. Die nächsten waren noch gar nicht in Position. Somit gibt man die Führung hier wieder auf. Und das ist natürlich auch, ja, psychologisch nicht ganz ohne. Nachdem sie eben kurz vor Ende den Treffer zum Sieg für Venk Gaming kassiert haben. Und jetzt nach so einem hart erarbeiteten Führungstreffer sofort den Ausgleich kassieren. Das nimmt man nicht einfach so hin. Auch wenn man es nicht zugeben will. Jetzt nochmal die Chance für Just Messen. Kann sich aber nicht durchsetzen. Es geht vermutlich in der Overtime. Wobei Catalyzen nicht mehr genug Boost. Der geht auf Acorn. Aber den kriegt er nicht direkt aufs Tor. Und der droppt. Die erste Overtime, die wir heute sehen. Im Halbfinale. Es steht 2:2. In der Serie steht es 1:0 für Venk Gaming. Es ist ja komplett offen, wie das ausgehen könnte. Acorn muss nochmal korrigieren. Fängt den Ball am Boden ab. Und das hat Freveo kommen sehen. Catalyzen. Da kommt Freveo rechtzeitig reinrotiert. Catalyzen kann den Ball, na, nicht ganz abfangen. Chance wäre allerdings da gewesen. Just Messin. Freveo. Von der Decke. Was macht Freveo? Freveo versucht es über den Boden, aber gut gesehen von Catalyst. Und sie haben die Chance, jetzt auszukontern. Also sie lassen sich sehr viel Zeit. Acorn an Just Messin vorbei. Acorn an Gemmel vorbei. Da ist nur noch Freveo. Hat allerdings mehr als genug Platz, um den Ball zu verteidigen. Kryptos fängt ihn ab der Mitte ab, spielt ihn auf Catalyst. Catalyst zurück auf Kryptos. Kryptos ans Backboard. Aber rausgehört von Gemmel. Acorn wieder nach vorne. Kryptos ist derweil schon zurückrotiert. Und er will dann vors Tor spielen, wird aber gestoppt. Catalyzen ans Backboard. Da kommt Kryptos angeflogen. Aber Freveo kriegt den soeben von seiner Motorhaube weggespielt. Das ist jetzt die Kontermöglichkeit für Recast Gaming. Aber auch da braucht er viel zu viel Zeit. Catalyzen kam rechtzeitig reinrotiert. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Es ist intens, Leute. Es ist richtig intens. Gemmel und Freveo mit dem Pinch-Versuch. Geht allerdings vollkommen in die Hose. Und auch der Boost ist nicht mehr da. Gemmel ohne Boost, schlecht reinrotiert, das ist die Chance und Acorn scored! 3:2, Riesenfehler von Gemmel. Springt in eine Ecke, wo kein 100er Boost vorhanden ist, rotiert dann zu kurzen Pfosten, steht rückwärts zum Ball, hat keinen Boost im Tank, da kann man nichts machen. Was macht man stattdessen? Man nimmt sich 2, 3, wenn man es schafft, noch einen vierten kleines Pad und rotiert zum langen Pfosten, dann hätte Gemmel den mit fast 100%iger Sicherheit rausholen können. Somit erspielt sich Venk Gaming jetzt insgesamt 3 Matchbälle. Boah, das ist, es macht Spaß, es macht sehr viel Spaß. Da brauche ich auch gerade mal einen Schluck Wasser, oh je. So,
erstes Matchballspiel für Vank Gaming. Und es ist das 2:0, aber es sieht nicht so deutlich aus, wie es der Spielscore vermuten lässt. Es sind sehr knappe Spiele. Einmal Overtime, einmal 2 Sekunden vor Overtime Siegtreffer gemacht. Kettelissen zum frühen 1:0 ins kurze Eck. Gemmel und Freveo rausrotiert. Freveo, kurzer Pfosten. Es ist der Fehler, der immer wieder auftaucht. Kurzer Pfosten, da kannst du nichts machen. Du hast einfach kein Momentum in Richtung des Spielgeschehens. Du fährst im Prinzip vom Spiel weg. Zumindest bis du am kurzen Pfosten stehst. Und dann hast du das Momentum einfach nicht. Und jetzt muss Recast arbeiten. Ekon. Der geht bis ans Backboard. Schuss, Catalysm zum 2:0. Und da machen sich große Lücken breit in der Defensive von Recast. Freveo, den darfst du nicht verfehlen. Und der war auch echt nicht leicht zu bekommen. Noch keine 30 Sekunden gespielt und es steht 2:0 für Vank Gaming in Spiel Nummer 3. Oh, Catalysm zum 3:0. Und er ging einfach durch. Gemmel hat ihn einfach liegen lassen. Just Messing geht da früh hoch. Sehr früh. Und auch Freveo ist nicht rechtzeitig. Und Catalysm trägt ihn einfach oben rechts in die Kiste rein. Und das ist jetzt eine Mammutsaufgabe für Recast Gaming. 3 Tore aufzuholen. Nachdem in beiden Spielen eben nicht besonders viele Tore gefallen sind. Spiel 1 waren es 3 Tore, Spiel 2 waren es 5 Tore nach der Overtime. Und der ist auch drin! Vank Gaming scored hier einen nach dem anderen. 4 Minuten 13 noch zu spielen und es sind schon 4 Tore gefallen. Just Messin steht rückwärts zum Ball und Gemmel muss warten, bis Just Messin da durch ist. Da hätte Just Messin gar nicht erst hingehen dürfen, sondern hätte Gemmel die Arbeit machen lassen müssen. Große Abstimmungsschwierigkeiten und defensive Fehler bei Recast Gaming sorgen dafür, dass Vank sehr früh im Spiel mit 4 Toren führt. Wieder Catalysen. Alter Vater! Jetzt werden sie aber zerstört. Da ist Gemmel über den Pfosten geschlittert. Und das ist super ärgerlich. Ich möchte jetzt gerade nicht in der Haut von Recast Gaming stecken. Spiel 1 so unglücklich verloren, Spiel 2 so unglücklich verloren und Spiel 3 kassieren sie. Da hätte ich ehrlich gesagt auch gar keinen Bock mehr. Allerdings muss man dazu sagen, sehen wir sie dann gleich im Kleinfinale wieder. Es ist auch nicht mehr als ein Trostpreis, aber auch wir müssen klein anfangen. Schauen wir das Rocket League Turnier an. Komm, Freveo! Ja, 5:0. Da kannst du eigentlich nur noch für die Statistik spielen. Da müsste jetzt ein Wunder passieren, um das nochmal ins vierte Spiel zu retten. Auch wenn noch 3,5 Minuten zu spielen sind. Oh, wieder Double Committed. Catalysen lässt sich sehr viel Zeit. Und kann den Ball trotzdem eine Zeit lang behaupten. Gemmel. Und auch sie geben nicht auf. Sie wissen genau, das aufzuholen werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Aber sie wollen eine vernünftige Figur abgeben. Und Spiel 1 und 2 konnten sich sehen lassen. Recast hat einen sehr guten Auftritt gemacht. Es waren am Ende nur die kleinen Fehlerchen, die dazu geführt haben, dass Vank die ersten beiden Spiele gewinnen konnte. Und jetzt haben sie ihr Momentum verloren in der ersten Spielhälfte. Haben 5 Treffer kassiert in nicht viel mehr als einer gespielten Minute. Das ist ärgerlich. Und das ist sehr traurig und sehr schade, denn ich hätte gerne noch so ein Game 3 gesehen und vielleicht ein Game 4 und Game 5 sogar. Oh, da ist der erste Treffer. Gemmel. Das erste Lebenszeichen in dieser Runde von Recast Gaming. Catalysen hat den Ball auch einfach liegen lassen und da kann Ekon auch nicht mehr rechtzeitig reagieren. Kryptos steht dann zu weit hinten und da wird trotzdem gekämpft. Es wird nicht aufgegeben. Ich sag's nochmal. Ekon setzt sich durch, der droppt. Ekon versucht's nochmal. Wir haben die Halbzeit mittlerweile überschritten. Catalysm. Und nochmal Catalysm ans Backboard. Den wird er machen wollen.
Einfach weil das schön ist, aber Just Messen sagt, nee, den gönne ich dir nicht. Und da ist der schnelle Konter und der ist nicht drin. Kryptos gerade noch rechtzeitig an der Kugel. Das wäre der schnelle Konter gewesen, wo er hätte sagen können, alles klar. Recast Gaming kommt vielleicht doch nochmal zurück ins Spiel. Aber es wären immer noch 3 Tore gewesen und immer noch eine Mammutsaufgabe. Jetzt noch 4 Treffer. Jede Sekunde tut weh. Frevio. Nee, kein guter Pass. Das Tor ist offen. Da kann Gamble nichts mehr machen. 6:1. Und das ist der Deckel drauf. Jetzt können wir definitiv sagen, das ist over. Dann müssen wir die Uhr eigentlich nur noch ablaufen lassen. Und dann sehen wir Venk Gaming im Finale. Und dann können wir gleich auch mal schauen, ob denn die Finalpaarung und die Paarung für Spiel um Platz 3 schon feststeht. Fest steht auf jeden Fall, wir haben jedenfalls ein deutsches Team im Spiel um Platz 3 und ein deutsches Team im Finale. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass ein deutsches Team zu 100% Geld mitnimmt, nämlich das im Finale. Und das andere muss dann noch um kleines Trinkgeld spielen. Im kleinen Finale geht es um 10 Euro für den Gewinner, auf 3 aufgeteilt natürlich. Und im großen Finale geht es um 30 bzw. 60 Euro für den Gewinner und 30 für den zweiten. Die letzte Minute läuft. Das Setup fürs Brasil ist perfekt. Pass auf Kryptos. Frevio wehrt zur Seite ab. Gemmel. Man kann das Momentum jetzt eigentlich fürs Spiel um Platz 3 mitnehmen, denn das wird direkt im Anschluss gecastet. Der Verlierer aus dem Spiel gegen den Verlierer aus dem anderen Halbfinale. Das heißt, beide Teams sind dann noch warm. Und da ist der nächste Treffer von Just Messin. Das Setup wurde somit zerstört. Es wird kein Brasil geben. Auch hier Catalyzen vom Backboard, auch Ekon dran und Kryptos. Großes Tohuwabohu in der Defensive von Venk Gaming. Aber auch das ist nur für die Statistik. Das macht den Braten jetzt nicht fett. 4 Tore in 38 Sekunden gegen Venk. Das machst du nicht. 3 Tore in 36 Sekunden gegen Venk. Machst du nicht. Aber was ging da schief? Ja, gut, Ekon. Machen wir nix. Bin gespannt, ob weiter so reingekickoff wird. Nee, das sieht... Oh, er hat den Spanischen gemacht! Catalyzen macht den Spanischen, fährt am Ball vorbei, direkt in den Gegner rein. Kann er sich an dem Punkt eigentlich auch noch leisten, aber... Oh, gut gehalten von Catalyzen, das wäre das 6:4 beinahe geworden. Und dann hätte man doch nochmal drüber diskutieren können, ja. Die Möglichkeit wäre noch da, aber die Zeit ist jetzt definitiv zu knapp, um 3 Tore zu schießen. Auch wenn der reingehen sollte, wird er allerdings nicht. Ekon hält dicht, der Countdown läuft. Und das wird es gewesen sein. Venk Gaming steht im Finale mit einem zerstörerischen Game Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch, wir sehen uns später wieder. Wir gehen jetzt gleich erstmal im Spiel um Platz 3 mit definitiv Recast Gaming. Den Gegner können wir noch herausfinden. Und zwar lade ich einmal das Bracket neu, vielleicht steht es ja schon fest. Ja, Venk gewinnt 3-0. Die ersten beiden Spiele waren allerdings nicht so deutlich, wie es aussieht. Wir haben jetzt also die Finalpaarung. Venk Gaming gegen TLR eSport. Das sehen wir uns später an. Seed 1 gegen Seed 2 übrigens. Ich würde sagen, gut geseedet. Im Spiel um Platz 3 sehen wir Recast Gaming und den Descenso Squad. Deutschland gegen Spanien. Da gehen wir gleich rein. Auch das wird Best of 5 gespielt. Und ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Ich gebe euch wieder ein bisschen Musik. So. So, Just Messen, noch nicht abhauen. Ah, ihr wisst Bescheid, oder? Lobbydaten gibt es schon. Genau, an der Stelle nochmal gesagt, gerne bei D2 eSport reinfolgen, auch auf Twitter, D2 eSports Events. Das ist mit Sicherheit nicht das einzige Rocket League Turnier, welches hier läuft, auch nicht das letzte. Dementsprechend da mal reinfolgen, um nichts zu verpassen. Alternativ auch bei mir, das steht nämlich dort. Steht es dort? Jetzt muss ich überlegen. Das muss ich gleich on Stream sehen. Warte, ich halte die Hand noch eine ganze Länge. Ja, eine ganze Weile. So, richtige Richtung angezeigt. Da könnt ihr auch mir folgen auf Twitter und Twitch. Vor allem auf Twitter, damit ihr auch sonst nichts weiter verpasst. Und wir gehen gleich ins kleine Finale. Schauen wir mal.
ob es das schon gibt. Jo, ist tatsächlich schon da. Das bedeutet, ich muss jetzt noch ganz schnell die Szene anpassen. Recast ist gleich blau. Machen wir das. Oh ne. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich die. Oh oh. Ich hab's gleich. Brauchen Sekündchen nur. So. So, das sieht gut aus. Genau, ich komme jetzt in die Lobby rein. Also, Verlierer, Platz 4, schade. Gewinner, da geht es um immerhin 10 Ocken. Wir gehen jetzt in die Ingame-Szene. Kleines Finale. Und da gefällt mir gerade noch was nicht. So, jetzt ist es Kunst. So, es kann losgehen. Recast Gaming ins blaue Team, das hat wunderbar funktioniert. Descenso Squad haben wir heute noch nicht gesehen. Mit dem Roster Adrian Thors, Hadri und Itzulen. Ein spanisches Team. Und ich bin gespannt. Auch sie konnten sich im Halbfinale nicht durchsetzen gegen TLR eSport. Pass auf Hadri. Gut abgefahren von Adrian Thors. Und dann machst du nichts mehr in der Defense von Recast Gaming. Und die sind gerade mit einem sehr schmerzhaften Loose rausgegangen. Das könnte der Vorteil sein für den Descenso Squad. Erster Treffer. Es ist nur der erste Streich. Bin gespannt, was die Antwort von Recast darauf sein könnte. Adrian Thors holt sich den Flip Reset, kommt auch an Just Messin vorbei und spielt den Ball in die Mitte. Freveo kommt der ganze zuvor. Der wurde noch nicht gefährlich, aber die Spanier machen ordentlich Druck. Wieder Freveo hat jetzt keinen Boost mehr im Tank. Also muss Just Messin ran. Setzt sie auch durch gegen Hadri. Freveo. Aber Hadri hält sauber. Gemmel. Der könnte gefährlich werden. Pass in die Mitte. Just Messin kommt nicht dran. Zu früh losgeflogen. Aber wunderbar vorgelegt. Ein bisschen zu optimistisch von Just Messin. Nächster Versuch. Und den hat er verfehlt. Jetzt ist gefährlich. Hadri aufs Tor. Gemmel kann soeben eine Pfosten abwehren. Just Messin rechtzeitig dran. Hadri, wieder in die Mitte. Und es wird wirklich, wirklich gefährlich auf der Seite von Recast Gaming. Itzulen. Hadri fängt ab. Adrian am Ball vorbei. Das war ein Free Shot aufs offene Tor. Und den lässt er liegen. Das ist ein Geschenk für Recast Gaming. Nehmen Sie es an. Es geht zumindest in die Richtung. Hadri. Gemmel fängt ab. Schuss aufs Tor. Der ist durch. Ausgleich Recast Gaming. Sie haben das Geschenk angenommen. Über Adrian hinweg. Adrian Thors. Gemmel am Ball. Freveo übernimmt. Bekommt aber auch in die Mitte gespielt. Just Messing geht Ohari zuerst am Ball. Jetzt muss Itzulen ran. Am Ball vorbei. Nachschuss von Gemmel. Am Tor vorbei. Das sieht auch Hadri. Freveo. In die Mitte. Gut rausgeholt von Adrian Thors. Er geht weit nach vorne. Gemmel am Ball. Kriegt ihn auch gut nach vorne. Freveo leitet ihn nochmal weiter. Aber da ist das Momentum aus dem Ball dann doch entflohen. Itzulen kriegt nicht den Double-Tap, den er sich gewünscht hat. Adri. Aber Gemmel hält dicht. Und auch hier wieder ein sehr spannendes Match. Ausgeglichen in Game 1. Schussversuch für Just Messen. Hadri kommt der ganze zuvor. Itzulen über den ersten Spieler hinweg. Freveo als letzter Mann noch am Ball. Hadri wieder in die Mitte zurück. Gemmel ist im Tor.
Frivio kann weiterleiten auf Just Messin. Der kommt aber nicht an. Gut gesehen von Adrian Thors. Jetzt Zulin. Auf Hadri. Der hat viel Zeit, den Ball nochmal in die Mitte zu setzen. Entscheidet sich aber dafür, den selber zu dribbeln. Und da kommt Recast in Bedrängnis. Passt in die Mitte, aber gut gehalten von Gemmel. Wir sind jetzt schon bei der Halbzeit. Es steht 1:1. Es könnte nicht spannender sein. Itzulin zur Seite rausverteidigt. Richtige Entscheidung. Gemmel ans Backboard. Immer noch Gemmel auf Frivio. Und der ist einen Meter zu weit mitgefahren. Stand ein Stück zu weit links. Und konnte nicht direkt aufs Tor setzen. Zwei gute Vorlagen bereits für Recast Gaming. Aber niemand, der sie verwandeln konnte. Frivio. Und Gemmel geht hoch. Aber Hadri kommt ihm zuvor. Frivio nochmal in die Mitte. Sieht Just Messin. Just Messin ans Backboard. Aber Frivio verschätzt sich komplett. Nochmal Just Messin in die Mitte. Und auch Gemmel war nicht rechtzeitig zur Stelle. Wurde jetzt ausgespielt. Hadri in die Mitte auf Itzulin. Schön gesehen. Ein guter Schuss. Treffer für die Descenso Squad. Nicht gut gespielt von Gemmel. Und dann war die Kiste weit offen. Ein wunderbar platzierter Schuss von Itzulin. Führt zum 2:2 für den Descenso Squad. Und das muss für Recast auch wieder ärgerlich sein. Denn jedes Mal haben sie sich den Ausgleich hart erarbeiten müssen. Und dann passiert nämlich genau das. Der nächste Treffer. Auch wieder von Itzulin. Und der tut richtig weh. 110 km/h. Im Prinzip der gleiche Schuss. Diesmal nicht aus einem Pass, sondern aus einem Bounce. Und das wird jetzt eine harte Nuss. Es ist nur Game 1, es ist auch wieder Best of 5. Aber es bleibt abzuwarten, ob Recast Gaming nicht doch nochmal ausgleichen kann. Hadri bleibt da lange am gegnerischen Backboard, wartet nur auf den Pass, den er nach unten droppen kann. Aber der kommt nicht. Hadri in die Mitte, da kommt auch schon Itzulin. Gemmel. In die Mitte, aber Adrian Thors fängt ab von der Latte und der ist drin. 4:1. Und das ist der Deckel für Game Nummer 1. Just Messin nicht besonders gut reinrotiert und auch Frivio war nicht rechtzeitig am Ball. Somit also der sehr komfortable Spielstand für den Descenso Squad. Frivio, Just Messin übernimmt, das ist nicht der Anschlusstreffer. Denn Hadri war da noch am Ball. Itzulin ans Backboard. Adrian Thors geht hoch. Aber Frivio kommt den ganzen zuvor. Aber die Zeit wird zu knapp. Oh, Frivio kann da nochmal ran. Aber gut gesehen von Itzulin. Nachschuss. Und da ist Hadri noch davor. Und das wird nichts mehr. Wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr für 3 Tore. Außerdem der Descenso Squad im Ballbesitz. Das wird der erste Sieg für die Spanier sein. Hadri bringt den Ball wieder weit nach vorne. Und Recast muss sich gerade so ein bisschen neu erfinden, gerade in der Defensive. Denn da weisen sie große Fehler auf. So, Adrian Thors nochmal zum 5:1. Besiegelt das ganze Spiel, die ganze Runde. Und das wird auch gleich der erste Win sein. Und da haben wir's. Gewinner Orange 1:0 für den Descenso Squad. Und das war eine harte Nummer für Recast, die gerade aus einem sehr ärgerlichen Spiel gekommen sind. Und ich schaue mal gerade, wie TLR eSport gespielt hat. Die haben auch 3:0 gegen den Descenso Squad gespielt. Das heißt, das Finale gleich wird auch extrem aufregend. Aber erstmal kümmern wir uns noch um das Spiel um Platz 3. Der Gewinner nimmt einen 10er mit nach Hause. Übrigens, beim Geldgewinnen bitte sofort beim Admin melden. Steht in der Turnierinfo, wie man das macht. Auf Discord oder per E-Mail.
Und dann wird die Preisgeldauszahlung so schnell wie möglich geregelt. Gemmel mit dem ersten Schuss Richtung Tor, wird aber verteidigt von Adrian Thors. Itzulin. Genau, meldet euch einfach dann bei Katanis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Falls nicht, unangenehm. Guter Versuch von Gemmel, aber Adrian Thors kommt dem Ganzen nochmal zuvor. Die Kiste war doch nicht so offen, wie sie aussah. Es geht noch relativ langsam los in der zweiten Runde. Beide Teams wollen sich keine Fehler erlauben. Natürlich auch verständlich, wenn man es so weit schon geschafft hat in dem Turnier mit 64 Teams. Und da ist Itzulin zum 1:0. Harry hat den Pass wunderbar abgefangen. Gemmel nicht gut abgewehrt. Und Just Messin ist schon rausgefahren, musste dann nochmal zurückrotieren. Der wäre auch so nicht an den Ball gekommen. Hat dann trotzdem die Demo noch kassiert. 1:0 für den Dissenso Squad in Game Nummer 2. Dieses Best of Fives. Adrian Thors. Und es ist auch so ein bisschen der spanische Bimbam. Aber es funktioniert. Angriff ist die beste Verteidigung, ist da das Credo. Und es ist definitiv eine Taktik in Rocket League mit Charakter. Angreifen, bis die Defensive bricht. Und gerade bei einem Team, welches in der Defensive schwächelt, funktioniert das gut. Und die Fehlerchen, die sehen wir hier immer mal wieder auftreten. Und das sind auch wirklich kleine Fehler. Nur die Lücken werden ausgenutzt. Pass in die Mitte. Hadri am Ball vorbei. Und Adrian Thors fährt sofort nach hinten, um so einen Konterversuch im Spielaufbau schon abzufangen. Frevio, das habe ich doch sehen können, war da noch am Ball nach dem Lattentreffer und der landet in der eigenen Kiste. Und Recast Gaming, wie sehr ärgern sie sich eigentlich gerade nach einer guten Performance im restlichen Turnier und Game 1 und 2 gegen Venk Gaming, nachdem sie so ärgerliche Treffer kassiert haben, Spiel 1 ärgerlich wieder hergegeben haben und Spiel 2 so ärgerliche Treffer bekommen. Ich glaube, da wird auch heute kein Rocket League mehr gespielt. Allerdings, der Anschlusstreffer von Frevio. Erstmal nur der Anschlusstreffer. Guter Pass von Just Messin. Bisschen Hilfe bekommen von seinem Gegner. Und Frevio setzt ihn dann ins leere Tor. Durch den Double Commit seitens des Dissenso Squads. Just Messin auf Frevio. Und den legt er hoch für Just Messin. Ans Backboard. Der droppt. Aber der findet sein Ziel nicht. Frevio ans Backboard. Aber Just Messin spielt ihn zu weit zur Seite weg. Guter Schuss Richtung Tor. Itzulin ganz knapp nochmal am Ball dran. Hat man einen Richtungswechsel erwartet, der kam aber nicht. Dennoch gut verteidigt. Gemmel geht hoch. Spielt ihn seitlich an die Wand. Adrian Thors wird weggedämmt. Itzulin mit einem gefährlichen Schuss aufs Tor. Just Messin in letzter Sekunde noch am Ball. Herr Jemini. Und wir sind bei der Halbzeit angekommen. Und aktuell führt der Dissenso Squad in Game Nummer 2. Gewinnen sie das, erspielen sie sich auch hier drei Matchbälle. Pass auf Gemmel, hat man gesehen. Hat aber auch Itzulin gesehen. Hadri am Ball. Hätte aber das lange Eck treffen müssen. Nächster Pass in die Mitte. Hadri. Ja, und da hat Adrian Thors nicht ganz den Winkel gefunden. Nächster Versuch in die Mitte. Just Messin am Ball vorbei. Das ist eine gute Chance für Itzulin. Schuss aufs Tor. Gemmel kann nach oben verteidigen. Und da muss Just Messin ran. Hadri immer noch vorne. Itzulin, Adrian Thors immer noch bereit einzugreifen. Itzulin geht hoch, bringt den Ball wieder zurück in die Hälfte von Recast Gaming und er landet im Tor. Da ist Recast zu mutig gewesen. Direkt rausgefahren, ohne das Spiel unter ihrer Kontrolle zu haben. Und Itzulin kann einfach aus der eigenen Hälfte auf ein leeres Tor zufliegen. Dann ist er drin. Somit das 3:1 für den Dissenso Squad. Gemmel. Und Recast Gaming muss sich jetzt wirklich anstrengen. Pass in die Mitte. Wird abgefahren von Itzulin. Adrian Thors auf Hadri. Just Messin. Wieder Just Messin am Ball, aber verfehlt die Kugel.
hatte einen guten Blick aufs gegnerische Tor gehabt. Itzulen. Auf dem Weg zu Adrian Thors. Er kommt nicht an. Hadri. Zuerst am Ball. Itzulen. In die Mitte auf Adrian Thors. Gutes Passspiel von Vicenzo Squad. Aber der Ball fliegt nicht on target. Just Messin ohne Boost. Was macht er? Ohne Boost kann er nicht viel machen. Außer versuchen, den Ball hoch ins Tor zu spielen. Das weiß aber Hadri. Kam da noch rechtzeitig dran. Die letzte Minute läuft. Zwei Tore Führung für den Vicenzo Squad. Und die Spanier machen ordentlich Druck. Guter, kurzer Pass gespielt. Alter Pfiffi, Adrian Thors zum 4:1. Und jetzt haben wir ungefähr die gleiche Situation wie eben schon. Eine Minute zu spielen. Oh, in den Rücken von Just Messin. Und Gemmel ist auch nicht ordentlich im Tor. Somit offene Kiste. Ungefähr die gleiche Situation wie eben. Eine knappe Minute zu spielen. 3 Punkte Führung für den Vicenzo Squad. Das halte ich nicht für möglich, das auszugleichen. Auch hier kommt Hadri rechtzeitig reinrotiert. Just Messin zur Seite. Und es ist nicht so, dass Recast keine Chance hat, sondern es sind wirklich einfach nur die Fehler, die ausgenutzt werden. Und es sind vermeidbare Fehler. Just Messin in die Mitte. Der wird abgefahren von Adrian Thors. 5:1, da ist der Deckel drauf. Es geht in ein Match 3. Matchball. Und zwar spielen sich die Spanier insgesamt 3 Matchbälle. Und das ist jetzt eine ganz unangenehme Situation für Recast Gaming. Gemmel kann jetzt eigentlich auch nur für die Statistik spielen. Gutes Passspiel in der Luft zwischen Gemmel und Freveo. Aber die Zeit ist zu knapp, um da noch irgendeine Auswirkung zu haben. Den kann Freveo eigentlich auch scoren. Das wäre egal gewesen. So, der Ball wird jetzt gleich den Boden berühren. Und dann geht es in einen Matchball für den Vicenzo Squad. Fünf zu eins. Jeder durfte mal. Freveo, 3 Schüsse, 1 Tor, sonst gefühlt nichts. Das ist ineffizient. Da muss ich gleich was ändern. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Denn das wird jetzt durchaus intens. Und Recast muss jetzt aufholen, ansonsten ist das ihre letzte Runde für heute. So, Recast im Zugzwang. Freveo. So, Gemmel sieht das freie Tor vor sich. Freveo kriegt nicht den Bump auf Hadri. Somit auch kein Treffer möglich für Recast. Adrian Thors hat nur noch Freveo vor sich. Aber kriegt den Schuss nicht gesetzt. Just Messin. Hadri in die Mitte. Aber da steht nur Gemmel. Und jetzt wird es gefährlich für den Vicenzo Squad. Aber Itzulen bleibt ruhig. Sie haben sich gut abgesprochen. Er und Adrian Thors. Oh, Hadri steht nicht besonders gut im Tor. Und da ist Itzulen dem Ganzen zuvor gekommen. Nicht optimal, aber hier kann er den Ball auch nochmal vom Backboard verteidigen. Adrian Thors auf Hadri. Was macht Hadri? Genix. Hadri macht Genix. Gemmel. Erste Minute ist gelaufen. Noch relativ ohne Struktur die Runde. Jetzt ein gefährlicher Schuss Richtung Tor, allerdings drüber rausverteidigt. Hadri aufs Tor und er ist drin. Der ganz schnelle Konter von Vicenzo Squad landet einfach in der Kiste. Overcommit von Just Messin und vor allem von Gemmel, der viel zu weit mitgefahren ist. Somit die offene Kiste für Hadri. Wer da letzter Mann war, schwer zu sagen. Gemmel oder Freveo waren auf gleicher Höhe. Da muss er ein paar Sekunden zurückgucken, wer als letztes zurückrotiert ist. Die Person, die zuletzt zurückrotiert ist, stand auf jeden Fall zu weit vorne. Denn der Tor war offen. Just Messin, ein guter Schuss aufs Tor, aber ja, zu kreativlos für
den Dissensor Squad. Zu einfach zu halten. Und Recast scheinen langsam die Ideen auszugehen, wie sie den Gegner stoppen können. Denn er scheint unaufhaltbar. Hadri. Hadri kriegt den Flip Reset. Frevio gerade noch rechtzeitig am Ball. Pass auf Gemmel. Jetzt wollten sie genau das gleiche versuchen, aber Adrian Thors stand noch hinten. Adrian Thors, Kleral, ja! Da guck selbst ich noch hinterher. Kriegt er den Flip Reset? Aber der Ball ging einfach nicht schnell genug Richtung Tor. Da kommt er angeflogen. Frevio setzt sich nicht durch im Zweikampf. Hadri. Der wird gefährlich. Frevio oder Just Messin? Na, war es dann Frevio. Hat jetzt viel Zeit, um mit dem Ball zu machen, was er will, und gibt ihn einfach an Hadri ab. Dann nicht die Kontrolle über den Ball bekommen, die er hätte haben müssen. Dann noch die Demo auf Frevio. Schuss aufs Tor. Viel zu wenig Kraft. Den kann Gemmel verteidigen. Noch ist es ein Tor. Für den Dissenso Squad. Pardon. Für den Dissenso Squad. Diesen Treffer kann man schnell ausgleichen. Dafür muss er Commitment nach vorne kommen. Just Messin trägt den Ball schon weit nach vorne rüber. Itzulin an die Wand. Just Messin kommt da schon angeflogen. Schuss aufs Tor. Auch der. Keine Gefahr für Hadri. Gemmel. Da muss man jetzt Druck vorne machen. Man muss die Spanier dazu bringen, ihr eigenes Spiel nicht aufbauen zu können, sodass man nicht unter Druck gerät. Bedeutet, früh committen, den Gegner im Spielaufbau stören und verhindern, dass sie überhaupt in deine Hälfte kommen. Weil dann spielen sie ihr Spiel. Frevio. Und er geht weit zur anderen Seite. Itzulin fängt den Ball ab. Nicht ganz optimal. Hadri kann eingreifen. Aber Gemmel bringt ihn sofort zurück. Und das ist genau das, was Recast machen muss. Druck, Druck, Druck. Bis die Defensive von den Spaniern bricht. Langer Pass, gut abgefangen von Just Messin. Aber Hadri bringt ihn zur anderen Seite rüber. Itzulin geht schon hoch. Gemmel am Ball vorbei. Frevio auf Gemmel. Ja, und da reicht es einfach nicht. Die letzte Minute bricht an. Es ist nur ein Tor, was Recast davon trennt, sich nochmal retten zu können. Und da ist die Möglichkeit für Frevio. Die Möglichkeit für Frevio. Und er nimmt sie. Frevio nimmt sie. 1:1 in der letzten Minute. Und das ist noch beinahe in die Hose gegangen. Denn Adrian Thors kam da von links schon reingefahren. Hat er gesehen? Also muss der Ball in die rechte Ecke. Ganz knappe Geschichte. Jetzt ist es wieder ausgeglichen. Recast kann sich entweder in ein Spiel 4 retten. Oder sie müssen heute Feierabend machen. Itzulin in die Mitte. Auf Hadri! Auf Hadri! Und der ist drin! Das ist doch nicht zu fassen! Jedes Mal, wenn Recast scored und ausgleicht, kriegen sie kurz danach den nächsten Treffer kassiert. Und das ist frustrierend. Das tut richtig weh. Aber es ist noch nicht vorbei. Golasso, genau. Goal, 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 goal. Letzten 30 Sekunden laufen. Adrian Thors. Und den haben sie noch verteidigen können. Gemmel. Gemmel gegen Itzulin. Gemmel kriegt ihn vorbei. Gemmel an die... Oh, Gottes Willen. Und jetzt gibt es den schnellen Konter. Just Messing kann ihn noch soeben verteidigen. Adrian Thors gegen Gemmel. Itzulin muss den Ball nur noch vorne behalten. Aber nein, Angriff ist die beste Verteidigung. 5 Sekunden. Letzte Möglichkeit für Gemmel zu scoren. Gemmel nicht vorbei an Adrian Thors. Jetzt muss der Ball nur noch den Boden berühren und dann war's das. Und sie droppen ihn. Just Messing kriegt ihn zwar nochmal, aber es reicht nicht. Der Gewinner heißt Dissenso Squad. And please, if you can hear me, if you can understand me, please contact Katanis, the tournament admin of today, for your earnings, for the money that you have won. Great job, guys. Hope to see you again in the future. Boah! Das war intens zum Ende hin. Alter Fifi. Das war das kleine Finale. Die Dissenso Squad macht den dritten Platz, sichern sich 10 Euro. Melden sich dafür dann bei Katanis. Können ihren Gewinn dann abholen.
So, jetzt kommt's aber zu einem Spiel, auf das ihr alle gewartet habt, nämlich Venk Gaming gegen TLR eSport. Das vermutlich spannendste Spiel des heutigen Abends. Ich muss nur die Namen noch ändern. Dann geht das auch gleich weiter. So. Ich brauche gerade unbedingt einen Schluck Wasser. Das letzte Best of Five des heutigen Abends. Und es wird spannend. Seed 1 gegen Seed 2. Beide sind sie mit einem 3 zu 0 im Finale gelandet. So. Ey, Just Messin. Großartiger Einsatz heute. Ärgerliche Spiele. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß dabei. Erfolgreichen Abend. So, es geht ins Finale. Orange gleich das richtige Team erwischt. Jetzt muss ich nur noch in die Szene rein, damit wir auch nichts verpassen vom Finale. Und Abfahrt! Es ist soweit. Jetzt muss ich auch noch im Stream gegenschauen. Jawohl, das sieht super aus. Das Finale beginnt. Auf der blauen Seite Kryptos, Catalyst und Econ für Venk Gaming. Auf der orangen Seite Boyscu, Mads Grey und Sebadam für TLR eSport. Sebadam setzen gleich an die Latte. Kryptos werden ganz, ganz mutig noch ab gegen Sebadam. Und sie kriegen den schnellen Konter und der landet drin. 1 zu 0 für Venk Gaming. Auch hier übrigens Best of 5. So schnell kann es gehen. Aber der erste Treffer. Das ist auch, wie ich eben gesagt habe, nur der erste Streich. Kryptos, die Catalysm auf der anderen Seite. Und da geht der Ball auch hin, hat den Ball nochmal hochgechippt. Außerplanmäßig. Catalysm, nächster Versuch, der landet in der Mitte, aber Ekon ist nicht nah genug am Ball dran, um da zu changen. Pass von Sebadam auf Mads Grey, der geht zurück in die Mitte. Und da kommt Sebadam, kriegt den Dunk und das ist der schnelle Ausgleich. Und das müssen wir uns nochmal ansehen. Mads Grey, guter Pass in die Mitte, aber schön gedankt von Sebadam. Unfassbare Read. Kryptos schnappt sich den Ball von Kickoff, der geht in die Mitte. Sebadam vor Econ am Ball. Boyscu lässt durch. Catalyst auf Econ, der geht in die Ecke. Aber Boyscu zuerst am Ball. Und der geht durch. Aber nicht an Econ vorbei. Und da wurde der Gegenspieler nochmal gestellt. Sebadam. Es wird durchaus gefährlich. Sebadam. Econ zurück Richtung Tor. Und der sieht sehr gefährlich aus. Boyscu gerade noch rechtzeitig dran. Vom leeren Tor. Catalyst hat niemanden, den er anspielen kann in der Mitte. Muss selber den Dunk bekommen. Bekommt er auch allerdings nicht Richtung Tor. Econ nochmal in die Mitte. Sebadam lässt sich sehr viel Zeit. Und ist da lange danach aus, als würde er am Ball vorbeifliegen. Aber der Gute hat Erfahrung seit Tag 1 bei Rocket League dabei. Wenn ich mich nicht irre, ein Battlecast-Veteran, der schon den Rocket League-Vorgänger viel gespielt hat. Catalyst. Mads Grey, ein guter Schuss Richtung Tor. Kryptos geht hoch und lässt ihn durch. Mads Grey zum 2 zu 1. Ist es denn zu fassen? Von der Wand. Gut platziert natürlich. Aber so einen muss Kryptos haben. So einen Ball muss er haben. Und das ist ärgerlich, dass der durchgeht. Aber es ist immer noch Game 1. Kryptos auf Catalysm. Den spielt er sich selber wieder ins Backboard, aber sieht, dass er den nicht nochmal bekommen wird. Econ fängt in der Mitte ab. Mads Grey geht hoch. Hat nicht genug Boost, um den nochmal abzufangen. Also Kryptos am Ball. Hält das Backboard sauber. Sebadam zu weit nach links gespielt. Dann kann nur noch Boyscu nachsetzen. Und der geht jetzt gefährlich in die Mitte. Boyscu am Ball. Aber Econ fängt ab.
Wir nähern uns der Halbzeit. Boys School gegen Akon. Akon kann sich durchsetzen. Mats Gray. Und Boys School lässt wieder durch. Mats Gray übernimmt den Ball. Man hat damit gerechnet, dass der Pass auf Boys School kommt. Der Mist war tatsächlich gut überlegt. Und sie haben somit sehr viel Raum gewinnen können. Nach vorne hin. Jetzt Akon, Alexander Ball kann den Konter fahren. Wird aber sofort aufgehalten von Boys School. Silberdam legt einen gefährlich nah Richtung Tor. Und jetzt kommt Wenk aus ihrer Verteidigung raus. Er geht gefährlich ans Backboard. Boys School kann den allerdings abwehren. Mats Gray übernimmt und schon ist der Raum wieder gewonnen. Und er geht gefährlich Richtung Tor, weil er den Dunk noch bekommen hat. Akon kann ihn soeben noch vom Tor ablenken. Mats Gray in die Ecke. Aber Akon steht zur Stelle. Follow-up von Catalyst. Kryptos gegen Boys School. Akon übernimmt, ein guter Schuss aufs Tor. Aber Mats Gray kann mit Hilfe vom Pfosten den Ball doch noch von der Torlinie fernhalten. Hat jetzt Boys School links neben sich. Der geht hoch, aber schön sauber gehalten von Akon. 90 Sekunden noch zu spielen. Ein Torführung für TLR eSport. Das Team aus Großbritannien. Bank Gaming respektive aus Deutschland. Schöner Pass auf Akon, allerdings nicht am Ball dran. Immer noch mit Merck unterwegs. Kryptos droppt den Ball in die Mitte, aber der war abzusehen, auch von Silberdam. Akon, guter Schuss aufs Tor, der geht an die Latte, Nachschuss von Kryptos. Und der ist drin, Ausgleich, Wenk Gaming. 65 Sekunden noch auf der Uhr. Wir sehen Mats Gray, wie er von der Latte runterfällt, lässt das Tor hinter sich und auch Boys School steht nicht hundertprozentig optimal da drin. Somit ist die Lücke für Kryptos da, um den Pass in die Mitte abzufangen zum Ausgleich 2:2. Akon droppt den Ball in die Mitte. Catalyst vor Boys School am Ball. Mats Gray. Akon legt ihn hoch. Akon auch an Silberdam vorbei und er ist drin. Da ist die Führung für Wenk Gaming. Über seinen Gegner Silberdam hinweggespielt. Da ist die Kiste leer. Silberdam. Aber Akon lässt sich Zeit. Lässt den Gegner erstmal kommen und committen. Und spielt ihn dann über ihn hinweg. Wird jetzt gestört von Silberdam. Und der Ball geht an die Latte. Aber rausgeholt von Mats Gray. Die Zeit ist noch da, um das Spiel doch nochmal auszugleichen. Dafür muss TLR eSport aber jetzt handeln. Pass in die Mitte. Akon setzt zum Schuss an. 4:2. Und das ist ein großer Treffer für Wenk Gaming. Denn jetzt können sie hinten dicht machen. Das ganze Spiel über die Zeit zu Ende spielen. Keine Chance für Boys School, den Ball zu halten. Boys School legt den Ball direkt nach vorne. Er macht Vollgas. Sieht Mats Gray auf der anderen Seite. Mats Gray und Silberdam gleichzeitig zum Ball. Boys School somit alleine hin. Und Akon legt ihn hoch. Akon, Nachschuss Kryptos. Wird aber gehalten von Silberdam. Und Catalyst spielt es auch wieder über die Decke. Sie spielen sehr viel Zeit raus und das sorgt dafür, dass TLR dieses Spiel nicht mehr aufholen kann. Somit geht Spiel 1 an Wenk Gaming. Deco, this is Game 1, yes. Winner Blue, wir sehen es auf dem Bildschirm. 1:0 für Wenk Gaming, es ist Best of 5. Aber das ist auch absolut intens. 799 Punkte für Akon. 5 Schüsse, 2 Tore, auch 4 Saves. Der war überall auf dem Feld zu sehen. Und es geht sofort in die nächste Runde. Vorteil also für Wenk Gaming. Catalyst am Ball, schnappt sich die Kugel vom Kickoff, übergibt sie an Kryptos. Boys School, aber Kryptos kann den Ball nochmal nach oben legen, an Boys School vorbei. Jetzt müssen sie gerade erstmal in die Runde finden. Mats Gray fängt ab der Mittellinie ab. Catalyst
kann sich nicht gegen alle Gegner alleine durchsetzen. Boyskou legt in die Mitte auf Sebadam. Der ist gefährlich vom Tor. Sebadam! Es ist nicht wahr! Was für ein Treffer vom Rocket League-Veteran Sebadam himself. Und das gibt mir die alten Divo-Vibes. Lässt sich vom gegnerischen Backboard runterfallen und knallt den Ball hinter sich ins gegnerische Tor. 1:0 für TLR eSport. Und was für ein wunderbarer Treffer, das war noch was. Sebadam lässt den Ball liegen, hätte ihn unten durchs Tor scoren können. Jetzt sind wir da unten unterm Gegner her. Jetzt drehen sie auf. Boyskou. Mats Gray geht hoch. Aber Ekon kommt den ganzen zuvor. Und jetzt können sie den Konter kassieren. Boyskou muss den haben. Lässt sich auch Zeit. Spielt ein bisschen Zeit für sein Team raus, sodass sie hinten rein rotieren können. Schuss von Kryptos. Allerdings ungefährlich. Nächster Pass in die Mitte. Ekon muss abfangen. Der wurde ihm nicht besonders gut vorgespielt. Ekon ans Backboard. Aber schön gesehen von Boyskou. Kryptos von der Decke. Kann den Ball gegen Boyskou abwehren. Da kommt Ekon. Setzt zum Schuss an. Der geht unter die Latte und rein. Wunderbar platziert von Ekon. Den schauen wir uns nochmal an. Keine Chance für Sebadam da ranzukommen. Das Spiel ist wieder ausgeglichen. Boyskou. Er hat den Backflip gemacht. Wäre auch nicht rechtzeitig am Ball gewesen. Von daher durchaus schlau, den Sprung doch abzubrechen. Sebadam versucht es über die Decke, wurde allerdings überspielt. Boyskou bringt den Ball wieder nach vorne. Catalyst. Und wieder Mats Gray. Jetzt machen sie viel Druck. Oh, Mats Gray setzt sich da durch, aber der Ball fliegt nicht genau vom Tor her, sondern drüber. Weil die Defensive von Venk Gaming doch noch aufgepasst hat. Und da kriegt Boyskou den Dank gegen Kryptos. Sebadam setzt nach, aber verliert die Challenge gegen Ekon. Und Mats Gray lässt sich jetzt viel Zeit. Sein Team muss sich neu aufbauen. Kryptos setzt sich gegen den ersten durch, scheitert dann aber am Boyskou. Und Catalyst schickt nach vorne. Ekon wäre da gewesen, aber Sebadam kommt den ganzen zuvor. Und wieder Catalyst lässt den ersten hinter sich stehen, hat jetzt keinen Boost mehr. Wird von Sebadam weggebammt, aber Kryptos kann den Ball übernehmen. Zum 2:1 kurz vor der Halbzeit. Und schau dir das an. Catalyst hat keinen Boost mehr, somit Kryptos als Backup dabei. Und Boyskou kann einfach nicht rechtzeitig darauf reagieren. Schön gemacht von Venk Gaming. Und sie führen das Spiel an. Sie führen auch die Series an. Sollte sich Venk Gaming auch dieses Spiel holen, erspielen sie sich auch hier 3 Matchbälle im Finale. Gut gehalten vom Catalyst. Sehr guter Schuss seitens TLR eSport. Aber Catalyst ist wach. Boyskou. Und Sebadam. Catalyst bringt ihn wieder ein Stück weiter nach vorne, lässt den Ball hier liegen, kann sich auch nicht gegen Boyskou durchsetzen, bekommt den Dank nicht. Allerdings Boyskou und gewinnt hier viel Raum für sein Team. Mats Gray in die Mitte, aber zu hoch, um den vernünftig zu verwerten. Catalyst, Sebadam fängt ab. Ekon kann sich Zeit lassen, den Ball nach vorne zu tragen, bekommt er noch an Boyskou vorbei, der muss erstmal umdrehen. Hat jetzt Kryptos vor sich, den er hinter sich stehen lässt und Catalyst kommt als Backup da reingesprungen. Sebadam, sie müssen jetzt ein bisschen nach vorne drücken, um das Spiel nochmal auszugleichen, denn Venk ist gerade in einer sehr komfortablen Position mit dem Einführungstreffer. Und der wird gefährlich. Boyskou lässt den Ball wieder durch. Nachschuss von Mats Gray, wird aber gehalten von Ekon. Nächster Schussversuch, da ist Kryptos dran und Catalyst ist ganz ruhig geblieben, ist nicht zwischengesprungen, hat nicht angefangen zu paniken. Gute Absprache auf der Seite von Venk Gaming, muss man sagen. Wenig Double kommen jetzt generell. Das sieht man immer gerne. Die letzte Minute läuft. Am Spielstand hat sich seit längerem nichts mehr geändert. Ekon. Was macht Ekon? Kann sich durchsetzen gegen seinen Gegner, denn Kryptos kann den Ball als erstes abfangen. Gut gehalten von Sebadam, aber gut gehalten reicht nicht. Sie müssen auch kontern. Kryptos kann sich jetzt ein bisschen Zeit lassen, um an den Ball zu gehen. Ekon,
ans Backboard, da kommt Kryptossen, der ist nicht drin. Mats Gray gerade noch rechtzeitig am Ball, hat aber keinen Boost mehr im Tank, um einen Konter zu fahren. Doppelpass mit Zimmerdamm, aber verfehlt sein Ziel, wurde Mats Gray leicht in den Rücken gespielt. Aber der Versuch war gut. Ekon fängt den Ball früh ab, 20 Sekunden noch zu spielen. Catalyson. Und jetzt wird's gefährlich für Wenk. Trotzdem den Ball nochmal an Zimmerdamm vorbeibekommen. Mats Gray in die Mitte auf Boyscoot, Double Commit. Aber Ekon als erstes am Ball rausgeholt. Letzte Möglichkeit für TLR eSport. Der Ball darf jetzt nicht den Boden berühren. Boyscoot hält hoch. Boyscoot hält immer noch hoch. Boyscoot hat nur noch Ekon vor sich. Boyscoot macht es nicht. 2:0 Wenk Gaming. Sie sichern sich 3 Matchbälle. Und das ist die Position, in der sie stehen wollten unbedingt. Eine ganz knappe Geschichte. Auch hier wieder viele Punkte für Ekon. 3 Saves, 3 Shots, 1 Tor. Auch er ist wieder überall auf dem Feld unterwegs. Und es geht jetzt in die eventuell letzte Runde des heutigen Tages. Sollte Wenk gewinnen. Ansonsten sehen wir noch ein Spiel 4 bis eventuell sogar ein Spiel 5. Und es geht sofort in Richtung des blauen Tores. Boyscoot, der ist gut, der landet aber nicht im Tor. Doppeldemo für Zimmerdamm. Ist aber komplett frei und jetzt kriegen sie dann doch 1:0. Geschossen von Mats Gray. 2 Demos im Tor und das dauert erstmal, bis sie respawned sind. Kryptos und Ekon in der gleichen Ecke wurden sofort überspielt. Somit ist die Kiste frei. Eine Gefahr wäre noch Zimmerdamm gewesen, der den Ball selber hält. Aber glücklicherweise ging er dann trotzdem rein für TLR eSport. Ekon kriegt nicht den Bump auf Zimmerdamm. Und Zimmerdamm bis zum gegnerischen Tor. Kryptos passt auf. Kriegt sogar den Boost. Catalyson lässt sie alle hinter sich stehen. Hat nur noch Zimmerdamm vor sich. Kriegt den Dank aber nicht Richtung Tor. Und da sind sie sich nicht einig. Trotzdem genug Zeit für Ekon, den Ball nach vorne zu spielen. Boyscoot muss umdrehen. Kriegt den Ball nicht vom Backboard. Ekon hat nicht damit gerechnet. Somit kein Treffer für Wenk Gaming. Boyscoot, der geht auch weit ans Backboard. Den hat Kryptos aber gesehen. Und entsprechend auch bekommen. Ekon. Pass auf Zimmerdamm von Mats Gray. Aber der ist ungefährlich. Pass auf Ekon, wird hochgelegt. Nicht genug Boost im Tank bei Kryptos, um da zu followen. Guter Pass auf Zimmerdamm, der wird ans Backboard gelegt. Und da muss man einfach hochgehen. Natürlich, für den Fall, dass der Gegner den Ball vielleicht doch nicht kriegt, während als einziger vorne ist, kann man das auch auf jeden Fall machen. Ekon. Den Ball nicht an Zimmerdamm vorbeigekriegt. Catalyson. In die Mitte. Und dann geht Ekon schon hoch. Kleine Schlägerei in der Ecke von Wenk Gaming. Ekon setzt sich durch, aber Mats Gray übernimmt den Ball wieder in der eigenen Hälfte und schickt den sofort retour auf Boyscoot. Kryptos vor Mats Gray am Ball. So, Kryptos hat ein leeres Tor vor sich. Was war Kryptos? Und er kriegt ihn durch! Er macht den J-Nest und kriegt den Dank zum 1:1. Hat den Gegner kommen sehen und hat sich auf den Block vorbereitet. Wunderbarer Treffer. 1:1 mit 2 Minuten 53 auf der Uhr. Es bleibt spannend. Oh, interessanter Versuch von Ekon, den Ball abzuwehren. Ging allerdings geradeaus durch. Guter Schuss Richtung Tor. Da wurde der Bump auch bekommen und die Demo auf Ekon. Aber man hat trotzdem keine Ressourcen mehr, um den Ball hinter die Linie zu setzen. Halbzeit. Im vielleicht schon entscheidenden Spiel für Wenk Gaming. Gut gesehen von Catalyson. Trotzdem verschätzt, dass der Ball direkt vors Tor droppt. Boyscoot in die Ecke. Demo nicht bekommen. Kryptos am Ball. Nächster Schuss aufs Tor. Wäre drüber gegangen. Trotzdem sicherer, den Ball zur anderen Seite zu spielen. Ekon konnte da
frisch halten. Catalysm wird aber besiegt von Boy School. Jetzt der Schuss. Saberdam ans Backboard. Kann nicht direkt hinterhergehen. Somit Ballbesitzwechsel. Catalysm für Venk Gaming lässt Mats Gray hinter sich stehen. Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. Boy School. Ne, wird Catalysm sich schnappen. Ne, Mats Gray kommt eine Gasse zuvor. Der ist gefährlich. Der droppt ins Tor nach Schuss. Nein, Catalysm kommt noch soeben dran. Der Ball rastet von der Linie wieder runter. Jetzt lässt sich Catalysm Zeit. Kriegt den Flick am ersten Gegner vorbei. Boy School aber gerade noch rechtzeitig dran. Und da ärgert sich TLR eSports, denn sie kriegen den Gegenschuss nicht ganz ins Tor. An den Pfosten von Ekon. Catalysm. Und Ekon geht hoch, der Pass ist gut. Ekon an die Latte, Nachschuss Catalysm an den Pfosten. Es ist doch nicht zu fassen. Venk Gaming scheitert gerade am Aluminium. Ekon, nächster Versuch. An Boy School vorbei. Catalysm, der geht so hoch, aber wird vors Tor droppen. Das sieht aus Saberdam. Mats Gray. Die letzte Minute läuft. Catalysm gegen Boy School und Kryptos muss erst umdrehen. Guter Pass auf Ekon. Und er setzt sich durch. Bekommt er den Ball vors Tor? Nein. Catalysm, nächster Versuch. Wo ist Kryptos? Bleibt lieber vorsichtig. Verständlich. Denn es ist kurz vor Ende, es ist ausgeglichen. Da sollte man nicht jedes Risiko eingehen. Ekon bekommt den Flick, geht aber nicht ins Tor. Catalysm mit dem Nachschuss. Und er ist drin! Das ist doch nicht zu fassen! TLR eSport mit dem Eigentor. Da waren sie beide dran. Da waren sie beide dran. Boy School hätte den Ball zur Seite verteilt und Saberdam scored. Und der tut weh. Der tut richtig weh. 24 Sekunden, das ist noch nicht vorbei. TLR wird jetzt alles geben, aber Ekon hält den Ball vorne und da ist nicht mehr viel los in der orangenen Hälfte. Ekon forst Tor. Boy School kann nur zur Seite abwehren. Und wir kriegen gleich die Meldung. Die letzten 10 Sekunden brechen an. Mats Gray in die Mitte. Schön abgefahren von Kryptos. Sie müssen den Ball jetzt noch vorne halten, dann ist es 3:0 gewonnen. Ein 3:0, welches viel deutlicher aussieht, als es eigentlich ist. Ekon, wer hält den Ball vorne? Wer jetzt den Boden berührt, ist es soweit. Da gewinnt Venk Gaming 3:0. Boy School lässt fallen und da ist es passiert. Venk Gaming gewinnt das Finale des D2 eSports Rocket League 3 gegen 3 Open mit 3:0, mit einem gar nicht mal so deutlichen 3:0, wenn du mich fragst. So, einmal an euch. Meldet euch bei Katanis irgendwo, wo es gerade möglich ist, um euren Gewinn zu empfangen. Same goes to TLR eSport. Just contact Katanis to receive your prize money. GG's. Thank you for participating. Vielen Dank fürs Spielen, auch an Venk Gaming. Ein herzliches Glückwunsch an alle heutigen Gewinner. Vielen, vielen Dank an alle, die heute mitgespielt haben. So, ich muss erstmal, um mich zu beruhigen, in die Intermission-Szene gehen. Mahlzeit, moin, da bin ich. Noch sitze ich im Stuhl. Ich falle allerdings gleich runter. Von daher würde ich sagen, mache ich euch erstmal ein bisschen Musik an. Und bedanke mich erstmal bei allen Leuten, die heute teilgenommen haben. Ich bedanke mich bei allen, die heute eingeschaltet haben. Ich bedanke mich vor allem bei Katanis, die das ganze Ding aufgesetzt und administriert hat. Und natürlich auch den Regie-Chat heute mit mir geführt hat, sodass ich den Matches beitreten kann, entsprechend casten kann. Wir hatten eine kleine Pause zwischen. Das war super, damit ich mich auch mal kurz entspannen konnte vor den Best of 5 Games. Puh, das war super intens. Wow, das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Abend. Jetzt eine ganz wichtige Sache. Folgt D2 eSports hier auf Twitch. Folgt @D2 eSports Event auf Twitter. Meine Social Media Seiten seht ihr hier eingeblendet. Auf eurem Bildschirm rechts neben mir. Ich muss nach links zeigen. Auch da könnt ihr gerne reinfallen, um nichts zu verpassen. Das war nicht das letzte Turnier von D2 eSports. Wo Rocket League gespielt wird. D2 eSports, da wird auch viel Destiny gespielt vor allem. Aber scheinbar ab jetzt auch Rocket League. Und wenn ihr weiterhin so dabei bleibt, dann kann das ganze Ding auch wachsen. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr Geld, Preisgeld mal anbieten. Aber das war doch ein erfolgreicher erster Tag. 66 Teams haben teilgenommen. Das ist eine ganze Menge. Und ich habe Bock auf mehr. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht es gut. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.